Was tust du jetzt schon da rumhampeln, Luca? Ich tanze. Ich fühle. Du fühlst unseren Jingle. Ich fühle den Beat. Den Beat. Fühlst du ihn auch? Den Beat vom Digitec Podcast. Das ist der digitale Herzschlag von der Schweiz. Das ist das der Digitec Podcast. Der beste Podcast im Universum. Beweisen wir das Gegenteil. Ja. Mit mir und Philipp Rüegg. Luca Fontana. Und mit dem Simon Balisa. Nummer 10 haben wir jetzt schon. Nummer 10. Und eine Spezialfolge vorbereitet. Dieses Jubiläum. Haben wir das? Nein. Simon, das war doch deine Aufgabe gewesen. Du hast doch gesagt, du machst das. Nein, sorry, ich bin flach gelegen die letzten zwei. Ich kann da vielleicht ist das mein Jubiläum, dass ich da Noroviren mitgebracht habe oder etwas. Wir müssen uns sein Mikrofon merken, damit nur noch er das nimmt. Ja, desinfiziert. Ja. Heute bin ich yellow. Das, ich bin ja mal red. Okay, ja, das mit red flag, ja. Ah, nein. Ich bin gar nicht. Du bist blau. Ich bin blau. Auch dein Kabel ist blau vom Mikrofon. Ja, geil. Schon zu feiern. Kleine gelb-blau-Schwäche da, aber es ist. Einfach schon der dumme Anfang. Aber sonst haben wir es, abgesehen von Noroviren, haben wir es gut. Noro. Ich weiss nicht, ob es Noro ist, irgendetwas. Einfach nicht ganz von Max. Wunderbar, ja, eigentlich. Nein, gut, hast gut. Ja, ich bin natürlich, ja. Also mein Befinden ist natürlich, ich bin da eigentlich nur noch am Fliegen, also im Flight Simulator. Ich muss sagen, nach wie vor ist das für mich ein Thema. Nein, ich ziehe mir da jeden Tag neue Tutorials. Es gibt mittlerweile eben die geilen Tutorials jetzt eben raus. Und jetzt kannst du wirklich einfach das Zeug einmal reinziehen. Es erklärt dir ja nicht den Flight Simulator, was wirklich musst und so. Und in unserem Stream hat es das Ding schnell erklärt, der Tobi. Aber er hat auch noch 3 Stunden Zeit gehabt. Aber mittlerweile bin ich da mit Leuten. Ich kann im Fall jetzt trimmen wie ein Junge. Gott weiss genau, wie das alles geht und so. Hat natürlich schon wieder 5-mal umbeleidet mit Joystick. Aber es ist echt, ja, es nimmt mir. Ich erzähle nachher noch ein bisschen mehr dazu, vielleicht bei den Games nochmal ein bisschen. Ich habe aber schon wieder ein bisschen aufgehört. Das habe ich schon gedacht. Und du hast auch gar nicht gewusst, was trimmen ist, was ein Trimmer ist. Das seid ihr alles Tutorial. So viel, dass er gerade eingecheckt. Offenbar nicht existiert. Nein, aber das ist ja, wie ich es gesagt habe, das ist dann, wenn du nur Sightseeing spielst, dann ist halt irgendwann, hat man es gesehen, oder? Ich bin noch in die Tierchen mal anschauen, habe die endlich gefunden, so in die Giraffen und die Flamingos und so, ist noch witzig. Und wo bin ich noch gewesen? In Paris bin ich noch anfliegen, das war auch noch geil gewesen. Und der Notre Dame fällt, habe ich gemerkt. Haben sich nicht oder so. Ja, der ist ja abbrennt. Eben. So. Ja, nein, aber der steht noch dort. Aber dort ist er flach. Also es hat gar nichts, gar keine Textur. Ja, aber die, ja. Also hat schon Textur, aber nur eine Bodentextur. So einen verbrannten Notre Dame oder einen halb kaputten hat man nicht anstellen wollen. Nee, und so tun, als ob nichts gewesen wäre. Aber es könnte auch ein bisschen heikel. Aber es könnte auch der Recht sein, weil die sind mega heikel, was das Bildrecht ist. Ist das so? Der Notre Dame ist heikel, was das Bildrecht. Ich glaube schon, ja. Heikel, Sacker, blöder Mann. Aber vielleicht haben sie den Eiffelturm einfach lizenziert, keine Ahnung, oder? Aber ich glaube, das nicht. Das Zeug sind es gerade müssen, ja. Okay. Ja, anyhow. Ja, nein, dann ist doch gut. Fangen wir doch an. Anyhow. Und zwar, genau, wir legen wieder los mit diversen News. Es gibt da, Apple ist da wieder mal vorprescht gegen WordPress. Dann haben wir noch etwas zum Pixel 5 und Android TV-Dongle. Dann nochmal Apple gegen Epic. Fall Guys haben wir ein bisschen News. Dann gibt es Gerüchte um einen 4K-Switch. Facebook findet es besser, wenn Oculus-Sachen Facebook heisst. Wird auch spannend. Und dann haben wir ganz, ganz viele Batman-News vom Fandom. Ja, oder DC-Fandom. Ja. Dann Tenet, Filmkritik. Ja, stimmt. Ja. Und, Du hast ihn schon gesehen. Ich habe ihn schon gesehen. Gestern. Dürfen schauen, am Montag. Gestern ist, glaube ich, Dienstag. Und am Schluss, genau, vielleicht noch 1-2 Games. Schön. Also komm, dann aber fangen wir doch gerade an. Genau, WordPress ist das erste, wo ich da drin habe. Ich habe es noch interessant gefunden, weil ja einfach Apple momentan die ganze Zeit wieder in den Schlagzeilen ist. Negativ. Ich meistens. Kann gerade sagen, immer. Und das auch. WordPress ist ja so ein Open Source CMS, also wo man seine Webseiten machen kann. Und dann hat Apple sie gezwungen, also der Entwickler von WordPress hat über Twitter hat er das bekannt gegeben, dass, glaube ich, das nächste kein Update mehr wird geben. Also einfach jetzt, Apple hat Updates blockiert und sie gezwungen, dass sie In-App Kaufmöglichkeiten anbieten. Und die App ist gratis und es gibt auch nichts zu kaufen. Und Apple hat wollen, dass sie das anbieten, dass sie dort etwas kaufen kann. Also, wenn ich das verstanden habe, einfach das Zeug, wo WordPress einen wirkt, also weißt du, wo es auf der Webseite anbietet also, oder so. Wie ich verstanden habe, war eben der Grund, dass WordPress macht eben Werbung natürlich in der App und sagt, hey, wie es vermutlich viele machen, oder? Squarespace vermutlich auch, nehme ich an, keine Ahnung. Aber sie haben einfach Werbung gemacht, dass du kannst, auf ihrer Webseite gibt es dann einfach gewisse Sachen zum Kaufen. Genau. Und dann hat Apple
die wollen natürlich ihre 30% oder, von all dem. Und dann haben sie gesagt, ja, nein, ihr müsst das so machen, sonst gibt es nichts. Und jetzt ist aber irgendwie interessant, Apple hat sich entschuldigt eigentlich für die Massnahmen, aber WordPress hat auch die Werbung rausgenommen. Mhm. Von dem her hat eigentlich WordPress müssen nachgeben und die anderen können sich entschuldigen. Komm, ihr seht auch nicht ganz draus. Mhm. Es ist oberabsurd. Also es ist wirklich einfach wieder mal das WordPress, also es ist oberabsurd, eben wie du sagst, es, also vielleicht für die, die letzte Woche nicht zugelassen haben mit diesen 30%, das ist ja so eine Sache in diesen Stores, auch bei Google, yeah. Google Store ist ja genau das Gleiche. Also Industriestandard, all die In-App-Käufe, die es gibt, da müssen die Entwickler 30% Kommission an Google oder Apple zahlen, je nachdem, in welchem Shop du es runtergeladen hast. Und ich finde das einfach absurd, weil, okay, vielleicht eben, dass WordPress bietet einen Service an, der kostenpflichtig ist, wo aber nur auf der Webseite kannst kaufen, nicht in der App, weil die App selber soll ja gratis sein und Apple findet das dann nicht so cool und sagt aber nicht irgendwie, nimm die Werbung weg, sondern mach In-App-Käufe. Yeah. Also weißt du, es ist klar, um was es geht. Sie wollen ihre 30%. Yeah. Es geht ihnen überhaupt nicht darum, irgendwie, keine Ahnung, um irgendwie eine sichere Transaktionsmöglichkeit oder was weiß ich. Es geht nur darum, dass sie wollen einfach mitverdienen. Ja. Also genau, es ist einfach, ja, eben, also man merkt, die kämpfen jetzt extrem um die ganzen, die 30%, oder? Und übrigens, ist noch lustig, dass die wenigsten über das reden, aber du hast das letzte Mal ja auch angesprochen, mit dem, dass das ein verdammtes Monopol ist, weil das Kartell, dass all die 30% haben, irgendwo, glaube ich, auf GameStop, die Scheiße nehmen. Haben sie einen Artikel drin gehabt, dass das Ganze mit Nintendo, glaube ich, angefangen hat, die 30%, wo sie vermutlich die anfangen zu lizenzieren. Mhm. Sie haben das offenbar eingeführt. Also was lizenzieren? Einfach, dass du Spiele kannst machen für ihre Konsolen, oder? Ah, und die haben das einfach scheinbar angefangen. Das habe ich dort gelesen. Aber noch mit so Cartridge-Zeiten? Ja, ja. Genau. Okay. Und, aber jetzt ist es krass, jetzt ist es einfach Standard und genau, niemand hinterfragt das. Da kannst du noch komplett nicht sagen, dass das ein gesunder Wettbewerb ist. Aber ich glaube, das ist eben genau auch der Grund, warum Apple jetzt gerade mit der Entschuldigung, also der Tweet, der ja raus ist von den WordPress-Entwicklern, hat irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommen, als man erwartet hat. Und Apple ist ja im Moment ein bisschen auch, also nicht nur Apple, auch Google, sind ja ein bisschen im Fokus und die Anschuldigungen, die sind durchaus im Raum. Eben, dass es eigentlich auch ein bisschen eine Frage vom Kartellgesetz ist dass es eine Industrieabsprache, also ist das eine Absprache, die 30%, wo beide tun halt quasi eben, darum redet man von Kartellrecht, wenn zwei Firmen da miteinander im Hintergrund eben so Absprachen machen und nicht im Wettbewerb miteinander sind, dann geht es. Genau, das ist dann eine Absprache oder Kartell, das könnte man eigentlich wirklich einfach auch die mal vor irgendeinem Senat oder Ausschuss oder so ziehen, mal fragen, hey, wieso haben die alle 30%? Ja. Wieso macht nicht einen einfach 29, dann macht der andere 28, macht diese 27 und dann sind, ja, das wäre der Wettbewerb. Da müssen wir eigentlich mal mit dem, vielleicht machen wir mal einen Podcast mit ein paar, oder besser draus kommen. Ein bisschen juristisch simpel. Das nimmt mich echt Wunder, weil das offensichtlich, könntest du meinen, das sieht doch jetzt ein Blinder, dass das Absprache ist. Ja, und dass Apple sich sogar entschuldigt. Ich glaube, die Anzahl, wo Apple sich öffentlich entschuldigt und das wirklich irgendwo schriftlich festgehalten ist, kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Ja. Und dass Apple das in dem Fall macht, ist, glaube ich, schon ein bisschen das Zeichen, dass sie wirklich wollen, möglichst schnell Gras über die Sache wachsen lassen, dass niemand darüber redet. Kein schlafende Hund wecken, weil ich glaube, das ist durchaus, es steht im Raum und je länger, je mehr. Ja. Und jetzt genau, da kommen wir eigentlich gerade zum nächsten News, eben Apple versus Epic. Die sind bereits vor Gericht. Mich hat das nicht erstaunt, dass das doch so schnell geht. Es ist sehr schnell gegangen. Aber, und jetzt ist dort dann schon der erste Entscheid gekommen. Wir haben ja letztes Mal im Podcast auch davon geredet, dass die das Apple SDK entzogen haben, Epic respektive. Dass sie Apple SDKs Entwickler, die Entwicklungsumgebung zum Apps machen für. Auf der Unreal Engine auf iOS. Ja, oder? Genau. Und sie haben die gesperrt eigentlich für alle, die es mit Unreal Engine entwickeln. Genau, das heisst, jedes Game, das ein Unreal Engine im Hintergrund hat und auf einem iPhone läuft, kann nicht mehr updated werden. Ja, oder? Genau. So. Und das heisst, das ist wirklich wieder so, das ist dann einfach auf dem Rücken ein bisschen von den Entwicklern, wird das wird der Kampf ausgetragen, oder? Und schlussendlich, viele sagen eben schon auch, schlussendlich geht es einfach darum, wer von denen mehr Geld bekommt und hat mehr davon profitiert. Gut, egal. Das einmal dahingestellt. Jedenfalls hat jetzt ein Richter entschieden, dass
dort es hat noch lustige Zitate aus dem Gerichtsfall. Ganz geile, Gerichtsfall. Also die haben «seems like an overreach», hat der Richter gesagt, dass sie da die Unreal Engine dann die Lizenz entzogen haben, dass sie weiterhin für iOS-Geräte entwickeln können. Darum da haben sie jetzt mal temporär offenbar genommen, aber hat sie das zurückgenommen. Also das heisst, die können weiterhin die Unreal Engine brauchen. Allerdings nicht für Fortnite. Dort hat er richtig gesagt. Das ist der Fall, wo es darum geht, oder? Genau, sie haben einfach gesagt, alle anderen, ich könnte das nicht machen, alle anderen gehen. Bestrafen. Bestrafen. Aber Fortnite, das hat Epic selber verbockt. Genau. Apple wiederum. Es ist lustig, wie sie sich damals versuchen, rauszureden. Dann hat der Richter aber auch Apple gefragt, ja, aber eben sind dann die Third-Party, also eben die anderen Entwickler, könnt ihr das dann Schaden zufügen? Und die haben dann schon irgendwie sich wollen rausreden und so und haben dann am Schluss gesagt, ja, und darum eben sollte doch einfach Epic nachgeben. Also es ist schon so, aber darum sollte doch Epic jetzt nachgeben, oder? Nicht und, mir, sondern Epic soll nachgeben, damit es die anderen nicht schadet. Also. Und es ist wirklich so, das ist... Epic stellt sich schon auch schöner hin, als sie sind. Ja, oder? Ja, genau. Und eben auch ein schönes Zitat, eben, wo der Richter Epic fragt, ja, ihr klagt, dass da irreparabler Schaden passiert. Und der Richter aber hat dann argumentiert, schau, Epic, ihr könnt nicht von einem irreparablen Schaden reden, wenn ihr ihn selber verursacht habt. Oder ihr könnt ihn einfach flicken. Oder, also, Aber ich bin immer noch auf dieser Seite. Ich habe immer das Gefühl, ich finde, das muss jetzt mal jemand einfach angehen. Ich finde, die 30%, das ist einfach, mir scheint das einfach extrem viel. Wie gesagt, man hat wahrscheinlich auch genug lange zu dem so ein bisschen verdient. Weißt du, am Anfang könntest du sagen, ja, okay, ja, es ist alles neu gewesen und es braucht mehr Geld, um alles das Zeug irgendwie so, die Server, Infrastruktur. Es muss reinpenden, was weiß ich. Und dann nachher kannst du wieso sagen, aber jetzt können wir da dazwischen fahren. Oder vielleicht, das ist so wie wenn du halt der Erfinder vom fucking Red Bull oder so bist, dann willst du ja dein Patent, oder wenn Nespresso, so ihre Sachen. Aber das läuft dir dann auch mal ab, das Patent, oder? Das läuft dann auch ab und so. Und, vielleicht vergleiche ich jetzt da mit der Bier mit Äpfel, aber für mich ist es klar. Also für mich ist ja. Kann das sein, dass es immer die 30% sind? Das ist doch einfach. Ich finde das auch. Und wenn die könnt, aber da wird Apple wird sich da logischerweise drauf festbeissen, weil wir haben das auch letztes Mal gesagt, das sind Milliarden, die sie machen in dem App Store. Und die 30%, das ist ihr Kernbusiness. Oder? Milliarden also für etwas, wo mal der Steve Jobs mal ursprünglich gesagt hat, wo das alles ganz neu war. Ja. Es wird wahrscheinlich kein Umsatztreiber sein. Und jetzt ist es krass, oder? Tja. Das ist crazy. Okay, komm, die nächste News, die betrifft Google, respektive Pixel. Dort haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Immer wieder neue News. Jetzt hat es die ersten so richtigen Leaks gegeben. Also, man hat mal ein Bild gesehen von dem Pixel 5 und vom 4a 5G. Ich habe es einfach mehr kurz drin genommen. Ich habe es noch interessant gefunden, weil man hat ja dann lange überlegt, jetzt ist ja erst gerade das 4i angekommen und dann, wann kommt das Neue, kommt es überhaupt? Ja. Jetzt sieht es so aus, als gäbe es ein Pixel 5. Die einen reden schon von Ende September, fände ich früher. Traditionell ist es Mitte Oktober gewesen. Aber das Pixel 5 eben soll immer noch der 765G-Prozessor von Qualcomm, eben der nicht High-End, aber 5G-fähig. Das Pixel 4a 5G hat offenbar den gleichen drin. Und lustig ist aber, das Pixel 5, wo es die Pixel hat es immer in zwei Grössen gegeben. Jetzt sagt man, es wird womöglich nur 1G, die kleinere Version, also mit 5,7 oder 5,8 Zoll. Dafür wird das Pixel 4a 5G ein bisschen grösser gehen, in 6,1 oder 6,2 Zoll. Jesus, jetzt komme ich nicht mehr draus. Das Lustige, ich finde auch, das Lustige ist irgendwie, von den Specs sind sie ja fast gleich. Eben. Also das 5 ist ja das ohne A ist eigentlich das High-End-Gerät, oder? Und jetzt, das hat auch wieder 90 Hz Display und so, aber rein sonst 6 GB RAM, glaube ich, und so, das hat das andere auch, das 4A 5G. Also mir scheinen die recht ähnlich zu sein. Es hat einfach das 4A 5G hat einfach nur 60 Hz, dafür hat es einen Kopfhöreranschluss. Beide haben wieder einen Fingerprint-Scanner auf der Rückseite, was wirklich das Lustige, da hat sie sind sie wieder zurückgegangen. Aha. Aber das 5, das hat vermutlich keinen Kopfhöreranschluss. Dafür eine Ultrawide-Kamera. Was ich ja geil finde, Fingerprint-Sensor auf der Rückseite. Ich finde einfach geil, hat beides wieder. Weil, ich habe immer noch ein Problem, dass zum Beispiel Microbank akzeptiert kein Face Unlock auf Android. Ich habe denen mal geschrieben im App Store und haben sogar geantwortet und gesagt, das ist nicht sicher.
Und ich habe mit einem, so einem Kollegen geschafft in IT-Security und er hat gesagt, das ist Humbug. Also das sage ich nicht... Das ist nicht unsicherer. Ja. Und sie haben, und dann das Schlimme ist übrigens noch, der Mikrobank App, ich muss einfach in Trash, die macht mich jedes Mal hässlich. Die haben dann noch so eine beschissene Tastatur. Ich habe zuerst gedacht, ey, haben da eine Android 3.0 Tastatur und haben sie eben auch geschrieben, das sagen speziell sichere. Sag auch Humbug. Ja, ich eine Tastatur so. Die On-Screen Tastatur. Ah, das ist eben nicht die, die du sonst drauf hast. Ja. Sie haben eine eigene und die sind sicherer. Sag einfach Büchs. Sie haben einfach keinen Bock gehabt, um irgendwie weiterentwickeln. Ja, ich weiss es auch nicht. Ja, meine, gut, da gibt es vielleicht auch verschiedene Ansichten. Jedenfalls, freue ich mich dann dort, wenn ich wieder einen Fingerabdruckscanner habe, kann ich das wenigstens dort wieder brauchen. Du hast gar keinen jetzt? Nein, das Pixel 4 hat keinen. Ah, das hat gar keinen? Weil normal sind jetzt die so unter dem Glas. Und ich finde das einfach, also wenn wir jetzt da einen kleinen Exkurs in Fingerprint-Sensoren machen wollen, finde ich es schon viel geiler, wenn es innen ist. Weil ich lange, das ist einfach unnatürlich für mich, den so entsperren. Du hast einen vorne, unten. Und ganz geil habe ich mal Sony gehabt, den hast du auf der Seite mit dem Daumen. Finde ich auch nicht unbedingt gut, weil ich als Handy zum Beispiel immer links. Das ist für mich zum Beispiel scheiße. Ah ja, gut, das ist für dich scheiße. Ja, stimmt, da musst du natürlich damit mit dem Gut, das geht zwar, du kannst ja dann mit dem Zeigefinger. Ja, man hebt es schon nicht so gut. Aber man hebt es anders, oder? Ja. Aber ich finde auch, ich hebe mich so unnatürlich, wenn ich den Daumen da habe. Ich bin auch nicht so ein Bärlocher, der all seine Apps da in so einem Bogen angeordnet hat auf Miniatur. Meine Wurstfinger. Und ich bezweifle, dass es weniger wurstig sind als ein Bärlocher sind. Oder mehr wurstig. Ich würde sagen, eine ähnliche Wurstigkeit. kann mich korrigieren, wenn es gehört. Aber ich weiss nicht, für mich ist das unnatürlich so. Darum finde ich, hinten finde ich recht geil. Finde ich auch besser. Oder, das finde ich ein super Ort, wo man einfach weggenommen hat, wo man gefunden hat. Hast du vor allem aus dem Sack nehmen und dann hast du schon... Und so musst du nicht nehmen, das finde ich also super, finde ich gerne. Ich habe Face Unlock im Fall eigentlich so gut, also es funktioniert schnell und zuverlässig. Aber ich bedenke nicht. Ich mag gleich, ich bin gespannt, wenn ich beides habe. Ja. Ich bin auch sehr gespannt, wenn ich es dann wird nutzen. Ich muss es mal da einrichten, aber wenn es einmal gesagt hat, dann bin ich einmal und schon am Ablangen und dann ist es aber schon unlocked und dann machst du noch irgendein Menü auf und dann denkst du, scheiße, ja. Aha, ja, bin ich gespannt. Ja, ja, ja. Muss mal schauen. Genau, das ist so, Was ich dort auch noch drin habe, ist einfach, hat mir auch schon, ist dem mal geleakt, aber es gibt einen Android-TV-Dongle. Also es sieht aus wie ein Chromecast, kann man das in den Fernseher einstecken und einfach, Chromecast ist jetzt halt einfach so, du kannst von deinem Handy oder vom Laptop, kannst halt über Chromecast ein Video starten, das es nachher auf dem Fernseher abspielt. Das holt sich nachher der Chromecast selber aus dem Internet, also es wird nicht gestreamt von deinem Gerät oder das. Und dein Android ist für nur eine Fernbedienung, oder für den Chromecast. Genau. Und jetzt das Android TV Dongle ist wirklich einfach ein Android TV, also wie so ein Nvidia Shield oder so. Einfach so ein kleiner Böck. Und dann ist noch gäbig, vor allem wenn du irgendein Smart TV hast, der vielleicht noch älter ist. Ja. Oder generell einfach ein Android TV Watch. Wie gesagt, ich habe ein Nvidia Shield, ich bräuchte jetzt das nicht, aber es soll einfach günstiger sein auch. Als Nvidia Shield? Ja, ja. Gut, dann verkostet sich als kleines Shield. Das grosse brauche ich gar nicht. Und das ist... Ich gehöre im Fall dafür beim Shield. Nicht. Du hast auch ein bisschen Probleme, mein Kollege auch, wegen irgendwie überhitzen oder einfach heiß werden. Und, nein, das habe ich nicht gehört. Muss es einfach ab und aber wie jedes elektronisch Gerät, musst du irgendwie alle Vierteljahr mal neu starten. Einfach. Das tust du einen Zylinder, oder? Ja, genau. Ah, das habe ich auch. Ja. Okay, dann hat er vielleicht so irgendein Software-Problem. Nein, du musst es wirklich aber einfach ab und zu mal neu starten. Also weißt du, es hat bei mir ein, zwei Mal ist irgendwie hängen geblieben. Das ist wie jedes elektronische Gerät im Jahr 2020, wenn das einfach immer läuft. Und das läuft ja de facto immer, sobald du aus dem Fernsehen hast, weil es reagiert ja auf deine Inputs und dann kannst du den Fernseher mit Ab- und Abschalten und Lautstärke verändern. Dann, nach einem Vierteljahr, musste sich halt mal neu starten, oder? Und das probiere ich immer dann zu machen, bevor meine Freundin allein daheim ist. Das ist eigentlich dann das Telefon und dann sage ich immer, das ist jetzt so ein bisschen mansplaining-mäßig und so und das tut mir auch leid und so. Aber dann ist ja schon auch immer, das tut mir auch leid. Hast du mal am schwarzen Gerät beide Stecker und wieder rein und so und dann geht's wieder. Ich habe eben alles an der Steckerliste und mich schalte so in der Abend aus. Ah, das ist natürlich eine rassige Idee, die ich auch machen sollte. Ja. Okay. Auch rein ökologisch. Ich habe es mir überlegt, weißt du, das Zweite, ich habe ja auf dem einen immer ein VPN am Laufen. Genau. Aber, das ist auch für mich der einzige Grund. Aber mir funktioniert es mittlerweile so zuverlässig mit dem Hin- und Her-Switchen auch. Ich kann jetzt irgendwo. Also, auf dem einen? Also, das VPN? Nein, weil ich habe einen Smart TV mit Android TV. Ah, und dort drauf habe ich Netflix Schweizer und auf dem Shield habe ich das andere. Ich könnte auch einfach dort geschwind ein Ding abstellen, aber es geht halt einfach einfach geschwind. Ja, VPN oder was du hast. Obwohl es geht nicht wirklich schneller auf dem anderen. Auf meinem alten Scheiß Sony TV. Ja.
das Starten von der App nicht schneller. Scheiße, wieso mache ich das? Eigentlich den Chrome-Ding ziehen in dem Fall, den Chrome-Dongle. Nein, gut, jetzt, ich kann, erstens habe ich eh vor, einen neuen Fernseher zu kaufen. Dann hätte ich den Hure LG würde ich mir gerne kaufen. Mm. Dort hat es dann die eigene App. Übrigens, über das würde ich auch gerne mal, müsste ich mich recherchieren. Ich höre amix, dass die Apps eigentlich gar nicht so, irgendwo habe ich mal gelesen, die Apps sind gar nicht so gut auf den Fernseher. Aber ich meine, wie schaust du es denn besser? Ja, also ich habe das ist schon, die beste Methode, habe ich immer gemeint. Ich finde, es kommt mega drauf an. Also ich habe auch schon gehört, irgendwie, ja, auf dem Smart TV sei es nicht so gut programmiert, sei es nicht die ultimativ beste Qualität, wie wenn du irgendwie einen separaten, keine Ahnung, eine Box hast, eine Setup-Box, einen Blu-ray-Player. Aber welche Box sollte das sein, oder? Ich meine, ich weiß, es jetzt Netflix. Auch nicht. Und vor allem, es kommt auch mega drauf an. Also es ist immer auch ein bisschen, ich habe gemerkt in all meinen Tests, die ich immer mache, dass es das eine mega Lizenzfrage ist, was für Qualität du auf welchem Gerät überhaupt bekommst. Also zum Beispiel bei LG hat Netflix App hat sowohl Dolby Vision als auch Dolby Atmos. Wenn ich aber auf TCL ein TCL-Gerät nehme und dort die Netflix-App installiere, kann ich nur Dolby Vision schauen, aber kein Dolby Atmos. Das ist immer so hässig. Dolby Atmos gibt's bei dieser App nicht. Und das ist auch irgendein Lizenzproblem, wo irgendwann mal vielleicht gelöst wird, vielleicht auch nicht. Aber dann nutze ich natürlich gleich die Smart TV-App. Also da kannst du mir nur so lange sagen, das ist nicht die beste Qualität. Ja, sorry, aber da bekomme ich Atmos und Vision und beim anderen nicht. Hast du mit dem Shield dort, der hat glaube ich schon alles. Ich meine, der hat alles. Ich glaube auch, bei Disney Plus hat es nämlich beides, Vision und Atmos. Und wie siehst du das? Ja, du siehst einfach, wenn du einen Inhalt anschaust und er dir anzeigt, welche Qualität von was überhaupt. Du kannst, es kommt auf den Fernseher drauf an. Ich habe zum Beispiel beim Fernseher schon einen Infobutton, beim Fernsehgerät. Ich habe einen Receiver einen. Und wie könntest du sonst noch Aber anschauen? Du siehst es eigentlich immer, bei jeder Streaming-App, die ich kenne, zeigt es eigentlich immer an, welche Qualität verfügbar. Und es zeigt immer die bestmögliche verfügbare Qualität. Nein, aber das Problem ist ja, bei Netflix zum Beispiel steht ja dann manchmal UHD und manchmal steht HDR. Ja, das heißt, das ist ja dann aber auch UHD meistens. Ich glaube, es geht nicht HDR ohne UHD. Ja, genau. Also HDR ist dann eigentlich gemeint UHD und HDR10. Ja. Wenn es Dolby Vision wäre, würde es da Dolby Vision. Und wenn es nur UHD ist und kein HDR, dann steht UHD. Ja. Also das ist eigentlich, so siehst du eigentlich immer, was für eine Qualität du bekommst. Manchmal steht AD. Habe ich auch mal nachschauen. Ich weiß jetzt auch nicht. Das ist das, wenn es gar nichts hat. Das ist irgendwie Audio, weiß ich nicht was. Hast du da vergessen. Und Dolby Vision und Dolby Atmos steht auch immer separat. Also wenn es beides hat, siehst du Dolby Vision und Dolby Atmos. Und sonst steht Dolby Vision und dann beim Sound. Und wenn Dolby Vision steht, hat es auch HDR, vermutlich schon. Ja, weil Dolby Vision ist ja dynamisch. Das ist immer. Ist ja ein HDR-Format. Sind wir gut abgeschafft. Wer ist jetzt noch nah? Wer ist nachgekommen? Das ist nicht das erste Mal, dass wir über den Bullshit diskutieren. Das Geil ist, ich habe einen Fernseher, der hat einfach gar nichts. Der ist ganz normal. HD-Auflösung und ich bin immer noch sehr zufrieden. Wird mir dann nächstes Mal ein neues Gerät zutun, aber ich nehme an. Ich weiss nicht, wann die am günstigsten sind. Wahrscheinlich bin ich dann so. Black Friday. Ist das so, gell? Ja, Black sicher, Friday, dort hast du sicher hure gute Deals. Musst aber mega schnell sein, weil die geilen Sachen sind, irgendwie, wenn du am Morgen um 8 Uhr mal ins Büro kommst, auf Page ist schon weg. Also, ich bin einer von diesen Nutcases, die dann um 12 Uhr Nacht irgendwie Richtig. Ja gut. Also komm, wir kommen doch zum nächsten. Und zwar auch nur etwas Kleines, aber Fall Guys, das mega witzige Multiplayer-Game für PlayStation und PC, das kommt jetzt dann auch für Mobile, allerdings jetzt nur in China am Anfang. Ja. Das wird aber ziemlich sicher dann auch da kommen, weil es ist so populär. Ja. Also sie haben es jetzt einfach lizenziert für, wie hat die Firma geheißen? Billy. So ein guter chinesischer Name. Billy. Aber was bei mir sehr enttäuschend ist an Fall Guys, ich habe es mal letzte Woche bei mir daheim mit ein paar Kollegen gamen, haben mir vorgestellt, gamen wir es mal, das ist doch sehr lustig. Aber du kannst nur alleine bei dir spielen. Es gibt kein Couch-Koop, gell? Ja. Das ist so schade. Ja. Ich glaube, das wäre prädestiniert dafür, um irgendwie mit deinen Kollegen auf dem Sofa... Weil wir haben es ja... Ihr habt zwei Computer gehabt. Du hast recht. Ja, nein, aber das bin ich auch überzeugt, dass es kommt, weil es spricht ja nichts. Die Frage ist, du spielst halt 60 alle gegen alle. Ja gut, egal, macht halt einen anderen Modus, macht halt 20 Teams oder so. Ja, aber du musst 30. Ja nicht unbedingt als Team, also kannst ja auch gleich, also weißt du, nicht unbedingt im Kopf, sondern einfach... Aber hilfst du dann gleich, dann könntest du einander helfen. Du könntest dann theoretisch, obwohl in dem Game kannst du auch nicht gross helfen. Ja, eben, aber du könntest ja eben auch irgendwo, könntest ja auch verschiedene Game Modes machen und so Squads so auf die Reise schicken. Ich glaube, das kommt eh. Ich habe es sogar gelesen. Also die Idee oder das Potenzial ist zu gross, das nicht machen. Haben das mal wieder gespielt, eigentlich? Nein.
Ich habe es mal wieder gespielt, bin wieder hässig geworden. Ja, das ist das. Ich bin wieder als zweitletzt nicht reingekommen. Ich habe keinen Bock, um irgendwie hässig werden. Ja, das ist schon das. Das ist wirklich mal so ein Aufreger. Und wenn du am Abend noch schnell vor dem Pennen gehst, das geht nicht. Aber das zweite Fall, ich glaube eben auch, wenn du vor dem Fernseher spielst und kannst abwechseln, ich glaube, das frustriert weniger. Weil dann hast du immer wieder einen, wo kannst du zuschauen und du lachst und dann nervst du dich wieder. Dann machst du umgekehrt, das wäre Couch dann, oder? Gibst den Joypad klassisch wie früher beim NES, bei den Games, also im Kreis, um jeden Land im Mario. Ich finde geil, dass du immer noch Joypad sagst. Das sagt man in der Schweiz. Nein, ist einfach lustig, in der Schweiz wird das schon noch gebraucht, aber ich glaube, außerhalb eigentlich nicht mehr. Wie sagt man es dann? Controller oder Controller. Das Pad? Joypad! Aber ich finde einfach lustig, ja, nein, aber ich finde, ich höre es nicht so oft. Die meisten sagen Controller. Und ich denke bei einem Joypad, ich habe mal so eins gehabt, wo so ein bisschen ausgesehen wie ein Super Nintendo Controller, aber einfach ein grösser war. Hat, glaube ich, auch ein bisschen mehr Button gehabt. Weißt du, von der Farbe und so. Ja, ich denke immer, der hat aber, glaube ich, Joypad geheissen. Ah, ich denke immer an den. Grossartig. Ja, sorry, ja. Das ist doch easy. Alte Schule. Ich also, sage auch noch Nattel. Apropos Nintendo. Es hat ja schon mal die Gerüchte gegeben, aber jetzt hat es sich wieder konkretisiert. Aus zwei Quellen haben gesagt, nächstes Jahr wird Nintendo einen 4K-Switch bringen. Bloomberg unter anderem und ich glaube auch noch eins aus Taiwan, ein Newsblog, haben das geschrieben. Und ja, vor allem, also es gibt nicht allzu viel Konkretes, Apps jetzt, weißt du, wie es mit dem Formfaktor aussieht, weil jetzt zum Beispiel die letzte ist ja wirklich eigentlich gar nicht im Portal, also gar kein 2.1 Konsolen mehr gewesen. Ich bin jetzt ziemlich sicher. Also die Leute. Genau. Da wäre ich jetzt überzeugt, die wird garantiert können docken. Also wenn du eine 4K oder eine UHD-Konsole machst, dann muss doch die sein zum Docken. Ach, ja, die wird ja wahrscheinlich den gleichen Formfaktor haben, wie die normale. Hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist der No-Brainer. Wird auch wieder. Sind es Pads oder Controller? Hä? Was ist jetzt das? Joy-Con. 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 Da haben wir beides. Joy-Con. Joy-Controller, Joy-Pad. Beides best of both worlds. Joy-Cons kannst du abnehmen. Genau. Nein, also wenn es das nicht machen, sondern es ist einfach ein Leid, dort irgendwie kannst du nachher nicht docken. Nein, das bringt dann überhaupt nicht. Ja. Du musst das ganze Potent ausschlachten. Docking Station werden zwischendurch eine neue müssen machen, weil wahrscheinlich, dass die Verkabelung nicht so ist, dass du kannst 4K anzeigen. Ja, weil die macht ja auch noch etwas dort, oder? Dass die hast ja die höhere du hast die höhere Auflösung dort. Das hast du, aber die tut eigentlich nur vom USB-C, wo du es reindockst, auf das HDMI-Signal umwandeln. Mir macht die nicht. Die haben da einen Protzi drinnen oder so. Jetzt weiss ich es aber nicht mehr genau. Aber dann müsste ich ja das Display Full HD anzeigen eigentlich. Es hat einfach zu wenig Pixel, das Display. Dann ist das der einzige Grund gewesen, dass sie am Display gespart haben. Das ist gar nicht im Kopf. Ja, weil das 1080p-Display auf so einer Grösse für sich drin gemacht hat. Bist du egal, ich weiß es auch nicht. Sicher, weil sonst würde es das ja nicht mehr. Also weißt du, und auf dem Fernseher laufen, oder vielleicht, wenn das Games besser laufen, Handheld, als auf dem Fernseher. Aber lustig ist, nein, im Fall, die Games laufen doch besser. Das stimmt nicht. Beim Zelda ist das doch... Das stimmt nicht. Die sind ja 720p, die laufen nicht besser. Im Gegenteil. Wenn, dann laufen sie Handheld besser. Ich bin irgendwie sicher gewesen, dass... Sie laufen dockt wahrscheinlich besser, was vielleicht am Saft sind, dass es einen Batteriesparmodus gibt. Also, aber wenn du es am Saft hast, dann sollten die Games eigentlich portabel am besten laufen. Ja, das müsste eigentlich so sein. Vielleicht liegt es aber auch wegen dem Strom oder so. Weißt du, wie so ein Power-Ding ist. Genau. Der Laptop läuft ja auch besser, wenn er am Strom ist. Wow. Ich habe das mal gewusst, aber das ist schon so lange her. Anyhow, ich finde das... Alles klar. Ich finde das irgendwas geil, machen sie das, weil es stört mich schon ein bisschen, dass die Auflösung so beschissen ist. Die Version, die gar nicht mehr portabel mitnehmen kannst, sondern ist das eine fixe Version, wo gar kein Screen mehr hat. Das habe ich, glaube ich, letztes Jahr in meiner Prognose drin gehabt. Das habe ich auch gesagt, dass das wäre so. Sie machen einen 4K-Switch, der nur gedockt ist. Aber ist das eine von deinen Balls of Steel-Prognosen? Ball Prediction, weiss nicht mehr. ich fände es geil, also jetzt nicht unbedingt nur wegen der Auflösung, sondern einfach generell, damit sie mal mehr pfupfen, weil, also eben, das ist ja schon beim ersten Game, beim Zelda, das hätte so viel geiler können aussehen ja. Und laufen vor allem.
Von dem her, ja, cool. Aber ich glaube, das ist, schau, das sind so krasse Games da drauf und so. Nintendo beweist es einfach mal für mal, dass jetzt nicht unbedingt der mit der krassesten Leistung und dem besten Hobel dahinter wirklich immer der Beste ist. Nein, nein, aber sie selber, weißt, also das Zelda ist ja einfach nicht gut gelaufen, weil die Konsole zu wenig Leistung hat. So ja, meine. Ja, genau. Also muss nicht das PlayStation 5 sein. Nein, nein, ja, das stimmt. Wenn du es schon bringst, dann müsste es eigentlich wirklich auch flüssig laufen und so. Und das ist dann nicht, ja, das stimmt. Es hat zu wenig Leistung für eine Nintendo-Konsole. Nicht, weil ich sie vergleichen mit den anderen. Nicht, weil nach 100.000 Partikel und irgendwie Raytracing. Einfach und ein bisschen schöner, finde ich, müsste es schon sein. Und, aber genau, wir werden es sehen, aber lustig. Die werden das als 4K optimieren. Dass ja, ja. Und dann nachher läuft es unten dran, weil es so schlecht optimiert ist, trotzdem auf 1080p nachbeschissen. Yeah. Weil irgendetwas, das verkackt es dann schon auch immer. Interessant ist ja noch, dass es heisst, ich habe im Q1 2021, das wäre halt amtgleich schon. Zeitpunkt ist, aber vielleicht einfach zum in dem Konsolenrennen einmal ein bisschen mitmischen, was aber auch wieder komisch ist, weil das ist klar auf die Holiday, also auf die, ja, Feriensaison. Aber, ja, vielleicht. Ja. Wer weiß, also ich meine, ich würde es nicht kennen oder weißt nicht genau, was machen. Switch ist ja im Frühling rausgekommen. Und nicht auf der. Stimmt. Also komm, dann das nächste ist noch etwas Kurzes, aber ich habe es einfach noch interessant gefunden, dass Facebook tut das ganze Oculus-Zeugs langsam umbenennen. Und zwar eben fängt an bei den Studios. Die heißen jetzt nicht mehr Oculus VR Division, sondern Facebook Reality Labs. Ah. Dann der Event Oculus Connect, oder? Ihre VR-Event heisst neu Facebook Connect. Man braucht auch ab dem Oktober einen Facebook-Account, um mit der Oculus, mit der VR-Brille können spielen. Nee, bestehende User haben, glaube ich, noch 2 Jahre Zeit. Mhm. Und nachher brauchst du sie, wenn du sie willst. Können gut, ja. Das ist klar gewesen. Darum haben sie sie halt auch gekauft. Ja, schon. Aber weil Facebook so ein guter Brand ist. Ich finde nicht. Das aber also ich, mir, ja. Also weil ich vergesse es ab und zu, dass Oculus dann gehört. Und das vergesse ich nie mehr, wenn sie nachher Facebook VR-Brille heisst oder was auch immer. Das ist nicht, aber die machen es alles so. Der Instagram ist brandet, mittlerweile WhatsApp ist brandet bei Facebook. Und anstatt, dass der Google weggeht und eine Überfirma machen, die vielleicht nicht so Brandmarkt ist, sondern eher irgendwie auch sich irgendwie Random Alphabet oder weiß ich auch nicht, ABC nennen. Random Alphabet. Alphabet a Papa. Ja, nein, ja, ja. Ein Alphabet gemacht für so eine Schirmgesellschaft. Könnten sie eigentlich das auch machen, aber das haben sie irgendwie offenbar dann von nicht. Aber finde ich auch dumm. Also wirklich nicht nur einfach eine falsche Entscheidung, sondern einfach dumm. Ja, das glaube ich nicht, dass sich das irgendwie auszahlt. Egal. Komm, wir kommen doch zu meiner Meinung nach der interessantesten News. Und zwar ist DC Fandom. Oh, Fandom. Oh, jetzt bin ich gefragt. Ja, genau, Fandom war, das ist ihre, ich glaube, früher war der auch eine normale Messe. Ja. Oder ein physisches Event, jetzt ist natürlich alles digital gewesen. Und es hat Film- und Game-News gegeben. Hat alles aus dem Hause DC. Genau. Oder? Wirklich von der, ich meine, wir können ja mal bei den Filmen anfangen, also der erste Trailer zum, wie heißt er echt? The Batman. The Batman, der Film heißt The Batman, wird von Matt Reeves inszeniert, das ist der Regisseur, wo er selber ist, hat noch nicht allzu viel gemacht, ist nicht allzu bekannt, aber am bekanntesten wohl für die zwei Planet der Affen genau. Filme. Genau, der erste und der zweite, glaube ich. Der zweite und der dritte. Das sind die, die gut waren. Das sind die, die gut, also meiner Meinung nach, es gibt auch Leute, die gut, also einfach, wir reden von denen mit dem Andy Serkis, da mit diesen CGI-Affen. Ja. Und ich finde schon, ich habe schon den zweiten Teil, habe ich eine mega Steigerung zum ersten gefunden und bin überrascht gewesen, dass das aber ein anderer Regisseur ist, weil normalerweise wenn du so eine Trilogie machst und aufbaust und einen Regisseurwechsel hast, ist nicht immer gesagt, dass es gut kommt. Und noch beeindruckter bin ich gewesen, wo dann der dritte Teil kam, wo ich dann wirklich das Meisterwerk gefunden habe und gefunden habe, okay, das ist jetzt, der schlägt sogar der zweite, wirklich mega gute zweite Teil. Es war einfach vor allem besser gewesen, als man es hätte erwartet. Das ist so ein Affen-Evolution-Film. Prevolution und, oder welche sind das? Also auf die deutschen Titel, die gleich englische Titel sind. So Prevolution, Revolution und Namen sind selten. Survival, Prevolution, also, warte, schnell, wie hat nein, ich bin gerade schnell. Aber jedenfalls, das ist der gleiche Regisseur. Okay. Das ist der gleiche Regisseur und er inszeniert da den Batman. Und eigentlich, wo ich gehört habe, dass er der Regisseur war, bin ich recht zuverlässig gewesen und gefunden, mal dem vertraue ich. Ich glaube, er wird da gut machen. Da sind natürlich die ersten Gerüchte gekommen. Oder die ersten Bilder, Robert Pattinson, der hure Glitzervampir von Twilight. Sparkle Batman. Das darf doch nicht wahr sein. Batman, das kann so doch nicht sein. Und ich habe gedacht, so, nein, look, wenn Sparkle der Matt Reeves, wenn er sagt, für seine Vision ist der Robert Pattinson perfekt, ich habe jetzt einfach mal Vertrauen. Ich tue mal jetzt nicht motzen, sondern ich habe Vertrauen in dem. Und ich glaube, das kommt gut.
gut. Nein, das kommt gut. Habt ihr den Lighthouse gesehen? Nein, dann schaue ich vielleicht am Freitag. Von dem Regisseur, der The Witch gemacht hat. Der hat im Kino gesehen, am Zürich Film Festival. Etwas, was wir jetzt auch noch nicht mehr könnte gehen. Also, letztes Jahr noch gesehen. Affe gut. Und dort spielt er eben auch sensationell neben Willem Dafoe, der sowieso ein riesen Ding ist. Und einfach nur die zwei tragen den Film, weil sie sind zwei, wo in einem Lighthouse drin sind. Und den Trailer schaust, sag ich, ah, das. Er ist irgendwie durchdreht. Schwarz-Weiß, wirklich Horror, Body-Horror, so teilweise auch. Und richtig ein guter Film, wenn man ein bisschen auf so ein bisschen Horror und wenn es eben nicht, also meine Freundin ist ein bisschen zu viel geworden, aber ich habe es super gefunden. Wir machen Sushi, eine Movie Night am Freitag, vielleicht schauen wir den. Ja, ich habe den vorgeschlagen und dann als Gegenpol noch den Super Mario Bros. Der Kollege hat noch nicht geantwortet. Ja, extra einen Trash-Film noch, damit die Lighthouse sagen. Wie eine gute Taktik. Aber ja, man merkt, also nicht nur auch in dem Film, auch in anderen Filmen, der Robert Pattinson entwickelt sich langsam richtig zu einem, ich sage mal, feiner Charakterdarsteller. Also er ist nicht mehr für mich eigentlich schon langsam wirklich nicht mehr der Vampir-Darsteller. Also er ist schon wirklich über das hinaus. Ich habe den halt auch nie gesehen. Wo der erste Trailer da effektiv raus ist von The Batman, hat das Internet wieder einmal gemerkt, dass sie falsch gelagen haben, dass sie vielleicht nicht immer müssen gerade von Anfang an motzen. Und es sind, glaube ich, recht viele alle begeistert von dem Trailer. Sehr düster hat er ausgesehen. Brutal, was jetzt nicht unbedingt etwas ist, was unbedingt muss sein. Ich finde das auch, wenn man das so bewusst, er muss düster und brutal sein. Ja, aber es hat irgendwie passend gewirkt. Der Karren hat auch noch geil ausgesehen. Ich habe mich gefragt, wer ist denn der Bösewicht in diesem Film? Ist der Pinguin, habe ich aber nicht gelesen. Aber ich hatte irgendwie gedacht, das hat mir so ein Riddler-Vibe. Ist der Riddler, so glaube ich. Also ich glaube, der Hauptbösewicht wird der Riddler sein. Es hat aber ein paar andere Figur in diesem Film, die vielleicht für zukünftige Filme dann auch werden mal bösewicht sein. Also eben, dass der Colin Farrell, oder? Colin First, das ist der andere, der Colin Farrell heißt er. Ja, der war bei, was soll ich sagen, der Irr da. Ja, genau, der Irr. Der halt. Nicht der Irr, sondern der mit dem grossen Pimmel. Genau. Der ist ja eigentlich gecastet für die Rolle vom Pinguin. Ob er effektiv schon Pinguin-Antagonist wie sie ist. Aber offiziell, also ja, offiziell ist es eigentlich der Riddler. Und ist es in dem Universum, wo der Joker ist? Also nein. Der letzte Joker? Ich glaube es nicht, nein. Ich glaube, der ist ein eigenes. Also du meinst den mit dem Jack in Phoenix? Ja. Nein, das ist, glaube ich, separat. Das ist wirklich eine eigene Geschichte. Er ist auch nicht im DCEU angesiedelt oder so. Also der dem Ben Affleck-Zeug. Das ist mit dem zu viel. Was ja, geht, genau. aber einfach, es ist einfach, ja gut, das hat schon Nolan geheißen, es sei mega düster. Ist ja schon mega düster gewesen. Und dass es gut läuft, wenn man die Fallen so macht und so ein bisschen wegkommt von dem 90s. Hätten wir, im Trailer, mag mich gar nicht mehr erinnern, hat man irgendwelche Bösewichte gesehen? Außer so die Street. Nein, man hat die nicht. Also man hat's, also ich glaube, man hat nicht mal den Riddler gesehen. Gell, gar nicht gesehen. Man hat nichts gesehen, aber man weiss, dass eben der Riddler wird. Und auch anhand von dem, was man im Trailer sieht, mit den Rätseln und weil ich dein Rätsel auf den Freund und Fragezeichen und ein bisschen grün. Hast du übrigens, ist dir das aufgefallen, dass wir hätten doch mal gesehen mit seinem schwarzen Schminkstreifen im Gesicht? Ja. Und das ist ja noch witzig, der Batman hat ja eigentlich immer Schminke im Gesicht, damit seine weißen Augen so leuchten. Aber in den Filmen ist es dann meistens so, das wird so geschnitten, dass das einfach gar nicht auffällt. Ja, sobald die Maske abzieht, ist die Schminke auf die magische Weise weg. Und das ist irgendwie noch lustig, dass das da irgendwie so... Ich finde das richtig geil. Im ersten Moment ist es für so, hä, das gibt voll beknackt aus, aber so, nein, es macht ja Sinn. Es macht Sinn, es ist ja eigentlich auch so. Ja. Es ist, in den anderen Filmen ist es wie so, tut man so, als ob es nicht da wäre, aber dort steht man dort und sagt, ja, der Batman schminkt seine Augen unter der Maske, ist halt so. Und interessant... Es stinkt mir scheisse. Ja, es stinkt auch das. Der Regisseur hat auch gesagt, so storymäßig weiß man auch noch nicht ganz so viel, aber er hat gesagt, der Film zeigt eigentlich das zweite Jahr von Batman. Also er ist noch eben, darum ist er der Robert Pattinson, er ist relativ jung, es ist eigentlich erst sein zweites Jahr als Batman und der Film soll irgendwie so die epische Geschichte von der Korruption und vom Verfall von Gotham City zeigen und Zuschauer, da hat er ein bisschen so kryptisch gesagt, Zuschauer werden dann langsam realisieren, welche Rolle Wayne seine Familie, also die Wayne-Familie da eigentlich wirklich gespielt hat. Also ja, dann sehen wir vielleicht mal ein bisschen so eine, normalerweise sind ja Batman seine Eltern immer so die Wohltäter und so und er hat sein ganzes Gutmenschzeug eigentlich von innen geerbt und wer weiß, vielleicht in diesem Film sind es mal nicht voll so. Das Batman Telltale Game hat das auch aufgegriffen. Das habe ich noch interessant gefunden. Okay. Dass eben genau seine Eltern, glaube auch irgendwie mit Gangster
Ding unter einem Dach sind. Und es ist übrigens, ist total abschweifen, aber es war wirklich ein gutes Game. Ich habe es noch nicht durchgespielt, aber also ich glaube, die ersten zwei Teile. Und du kannst jetzt zum Beispiel auch am Two-Face, je nachdem, wie du spielst, wird er dann nicht zum Two-Face und so. Ah, wirklich noch geil. Geil. Aber, ist jetzt halt ein Spoiler, aber ja, gut. Auch irgendwie in einem von diesen 100.000 Comic-Strängen schon mal vorkommen. Ja, ja. Oder? Das wird sicher mal so beleuchtet. Da gibt es ja 100.000 verschiedene Möglichkeiten. So. Wann kommt der? 2021. Ja. Das Datum, ein genaues, weiß man das schon? Ich glaube nicht. Dann das andere, was eher kommt, ist der Snyder Cut. Oder der Snyder Cut. Vom Zack Snyder. Nein, der Film. Ah, Justice League. Justice League. Ja, genau. Also, sorry, also wir nerden jetzt ein bisschen die nächsten paar Minuten rum. Haltet euch fest, wir sind da wirklich voll. Nein, das ist einfach der Fandom. Es ist der Fandom. Obwohl mir persönlich eigentlich das Marvel-Universum ein bisschen näher ist, aber also ich mache da jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Jedenfalls, Justice League ist ja 2017, hat ja der Zack Snyder damals seinen Regieposten. Ist das so lange her? Ist schon ein Weile her. Der hat ja seinen Regieposten damals abgegeben, weil wegen einer familiären Tragödie, seine 20-jährige Tochter hat Selbstmord begangen und sie sind eigentlich relativ fertig mit den Drehs, es ist in die Post-Production-Phase gegangen, aber er hat sich dann zurückgezogen. Ja, klar. Und ist für seine Familie dann da gewesen. Und das hat den Fans dann im Nachhinein auch ein bisschen sauer aufgestossen, weil sie haben dann nachher den Joss Whedon geholt, die von Warner Brothers. Das ist der Regisseur, der vorher zwei Avengers-Filme gemacht hat im Marvel-Universum. Und er hat dann den Film sollen fertig machen. Und weil, ich sage jetzt mal, in dieser Phase, wo der Film gerade in Post-Production war, ist noch relativ kurz nach dem Fiasko Batman vs. Superman gewesen, wo die Fans ja vollkommen zerrissen haben, wegen sei zu düster, zu schlecht und überhaupt und der Batman. Und irgendwie hat Warner Brothers das Gefühl gehabt, ja, Justice League soll ein bisschen mehr wie ein Avengers-Film sein und ein bisschen weniger wie ein Zack Snyder-Film. Darum auch wahrscheinlich der Joss Whedon, den man dazu geholt hat. Und das ist der Punkt, warum jetzt überhaupt das Ganze da existiert. Der Joss Whedon hat dann etwa die Hälfte vom Film neu gedreht. Er hat gar nicht irgendwie nur einfach das Grundmaterial genommen, sondern einfach alles neu. Er hat praktisch wirklich etwa 50% oder sogar noch mehr. Da gibt es halt gibt's alle möglichen Versionen. Jedenfalls hat er einen riesen Teil vom Film neu gedreht. Teils Storylines total verändert. Darum ist auch, wenn du Batman vs. Superman schaust, nach einer Justice League gibt es Sachen, die gar nicht mehr richtig funktionieren oder einfach nicht mehr aufgehen. Und er hat sogar eine total andere Kamera benutzt, um das zu machen. Das heisst, gewisse Einstellungen vom Zack Snyder hat richtig also das Bild müssen so zucroppen, damit das zu dem passt, was er gefilmt hat. Und so ist halt dann der Clusterfuck Justice League entstanden. Also der Henry Cavill, der Darsteller vom Superman, der hat ja sich dann in der Zwischenzeit einen Schnauz wachsen lassen für seine Rolle. Das ist die Geschichte! Ja. Für seine Rolle in Mission Impossible Fallout, weil dort hat er ja einen Schnauz. Ja. Und für die Reshoots hat er eigentlich gesagt, ja, eigentlich würde man gerne den Schnauz wegrasieren, aber er ist vertraglich dazu verpflichtet, sich den Schnauz nicht wegzurasieren. Das heisst, so geil, Mann. All das Material von Joss Whedon, wo sie mit dem Henry Cavill gedreht haben, haben sie nachher im Nachhinein müssen den Schnauz wegretuschieren mit CGI. Nein. Und das hat ja so beschissen ausgesehen, dass sie in jedem Shot gesehen, so welcher Shot ist original und welcher Shot ist der, wo sie dann haben müssen den Schnauz wegretuschieren. Das, ich habe noch immer die Schnauz Geschichte gehört, ich habe nie, ich habe einmal gedacht, wieso kann der Scheiß nicht reinkommen? Oh, geil. Es ist ein riesen Klassenfuck und am Schluss ist halt Justice League, wo im Kino war, auch wirklich ein Mix aus allem Mix Möglichen. Mix-Meister. Also wirklich ein echter Klassenfuck. Und in den Jahren danach hat sich halt irgendwie Fans haben gefordert, ja, bringt doch den Snyder Cut raus, bringt den Film, wo der Snyder, Zack Snyder ursprünglich geplant hat, weil ja, wie halt Fans sind. Also zuerst war in Batman wie Superman zu düster gewesen, und dann ist Justice League zu lustig und irgendwie hat sich einfach die Legende auch die Erwartungshaltung aufgebaut, dass der Snyder Cut irgendwie das Mecha Justice League wäre, das Beste. Und das bringt jetzt, also nach 3 Jahren Aufbau von Erwartungen, Schüren von Erwartungen, bringt jetzt Warner Bros. Clevererweise den Film tatsächlich. Also sie sind angegangen, haben das ursprüngliche Material wieder genommen,
tun sie jetzt wieder als neuen Film machen und bringen sie das auf HBO Max, clevererweise. Kannst du auch nicht verhauen und der andere ist ja schon so scheiße an. Ja, genau. Und sie machen das natürlich, um ihren neuen Streaming-Dienst zu pushen, weil sie sagen, ja, der Snyder Cut kommt und er kommt aber nur auf HBO Max, auf den Streaming-Dienst. Jetzt gibt es einen neuen HBO Streaming-Dienst. Das ist ihre, also der heisst... Also, der geht schon lange, oder? Nein, der hat den Now abgelöst. Ja, genau. Aber es gibt jetzt nicht zwei von HBO. Nein. Der neue hat einfach den alten abgelöst und um den ein bisschen pushen mit Material, sagt man, ja, jetzt kommt da der Snyder Cut drauf, macht ihr ein Abo und dann kannst du den Snyder Cut schauen. Aber nicht noch für 30 Cable dazu, wegen irgendwie Nein, klar nicht. aber es dürfte interessant werden. Also zum Beispiel, was ändert, ist zum Beispiel der Bösewicht ist plötzlich ganz ein anderer. Ist nicht mehr das. Aber ich habe den Film gar nicht gesehen. Der Justice League, ja, sie haben eigentlich den Dark Side, wo irgendwie ein bisschen so einer von der Masse, ist ein bisschen wie der Thanos ist vom Marvel-Universum, ist der Dark Side. Ich kann mir einen anderen Bösewicht nehmen, einen Film, wie der, wo zuerst vorgesehen ist. Wie geht das? Also einfach mit CGI. Weil der Dark Side ist wie der Thanos eigentlich auch eine CGI-Figur und man hat die halt einfach gestrichen und durch andere CGI-Figuren. Ja, das geht auch locker. Also, du bist einfach nur ein Mandel in einem grünen Anzug. Ja, genau, in dem Sinn. So weird. Also die ganze Tonalität wird wahrscheinlich ändern, der Bösewicht ändern, die Storyline wird ändern. Okay, und wann kommt der? Der kommt auch 2021. Ah, okay. Schade. Oh shit, das Datum weiß ich jetzt aber auch nicht. Ja, Ich habe den Trailer reingeschaut, ich muss sagen, ich habe den beschissen gefunden. Ja. Und einfach, weil der so. Vom Snyder gehört. Ja. Weil der so ultra. Ja. Weißt du, mit dem Sound. Ich weiß nicht, das ist so ein Cover von einem. Ja, wie hat sie? Nirvana oder irgend so etwas. Keine Ahnung, aber es ist einfach irgendein Cover. Ja, und der ist so ultra. Weißt du, so, hey, schau, jetzt kommt es im Fall. Es ist so richtig dramatisch und ich finde es alte immer noch ihre Hampelmänner in euren Kostüm und so, der Aquaman und so, weißt du, nein, viel zu ernst, wirklich so richtig, jetzt kommt's, das ist im Fall der Shit und so. Nein, komm, es ist schon ein bisschen so. Entspannt euch ein bisschen. Der Zack Snyder, noch ganz kurz, ich wollte Filme anschauen, weil ich verwechsel immer, weil da ist, der so 300, Watchmen, Sucker Punch, Man of Steel. Es sind alles so ein bisschen up and downs. Optisch meistens opulent. 300 ist ja sehr krass, wie das gekommen ist. Genau. Watchmen finde ich auch einen mega geiler Film. Sehr geiler Film, ja. Aber der ist etwa der einzige, den ich richtig gut für finde. Von 300 ist einfach ein optisch witziger Film. Ich glaube, den könnte ich nicht mehr schauen, der ist sicher scheiße. Nein, der ist einmal und nein, sorry, dann ist der Witz, dann hast du den Witz gesehen. Auch, dann hast du den Witz, weißt du, warum es geht und so. Und dann nachher, okay, dann zapp schon mal rein. Sucker Punch ist noch viel extremer. Den habe ich auch noch witzig gefunden, aber das ist ein total dummer Film eigentlich. Und dann hat er, das ist irgendwie mit irgendwelche Mädels, mega viel CGI und irgendwie, glaube sie tanzt amig irgendwie und dann passiert Action. Ja, vieles passiert in ihrem Kopf. Weil am Schluss jetzt aber nur Zombie-Armee, Nazi-Zombies, dann habe ich ihn doch, dann okay, dann okay, gut dann ist doch gut. Nazi-Zombies. Dann ist, und Legends of the Guardians, The Owls of Gahul. Ja. So einen Trickfilm hast du auch noch gemacht. Ja, mit diesen Nülen habe ich auch mal. Ich bin grosser Nülen-Fan, aber von dem Film halte ich nichts. Komm, da kommt man auch heulen. Zum nächsten, ja. Oder? Wonder Woman 1984. Ja, Wonder Woman 1984, neuer Trailer. Viel zum sagen gibt es da eigentlich nicht. Es gibt ein bisschen neues Bildmaterial. Das, was mir aufgefallen ist, ist die, ich glaube, der Antagonist vom Film oder die Antagonistin. Hm. Ja. Die Kristen Wiig heisst sie, glaube ich, wo Cheetah spielt, also eine Frau, die sich in einen Puma, was auch immer, in eine Katze verwandelt. Gepard. Und für mich hat das, also rein vom CGI-mäßig hat es mich sofort an Cats erinnert. Was ich sagen, um Gottes Willen. ich glaube, wahrscheinlich ist der Film Cats noch nicht draussen gewesen, wo sie das gedreht haben und wenn sie es jetzt könnten entscheiden, würden sie wahrscheinlich sagen, vielleicht machen wir nicht noch Cats 2.0. aber ich finde sie aber sehr geil als Schauspielerin. Kirsten. Die hat auch in dem Bridesmaids. Das hat ja, das ist so eine typische Comedy-Darstellerin. Die macht auch gut. So ein bisschen alles zwischen. Also voll Slapstick, aber kann auch. Ghostbusters? Ja, die Ghostbuster-Frauen da. Ja. Aber auch bei Her und so hat sie mitgespielt. Und so. Aber ich finde sie also auch gut. Aber sie kann alles, da kann ich mir schon vorstellen. Sie kann. Und es ist von der Regie von einer Frau, oder? Da immer noch, ja. Aber der erste ist von einer Frau, der gleiche. Ich glaube, ja, es ist die gleiche Frau. Okay. Ich habe den sehr gut gefunden, der erste. Mir ist auch mittlerweile die Gal Gadot so sympathisch. Nachdem, je mehr, dass ich sie Äußerungen von ihr höre, was sie so bietet, mit irgendwelchen Leuten, die sie sperrt und einfach irgendwelche, ich weiß auch nicht. Aber ist egal, das ist
Sie kommt einem so sympathisch rein. Ja, und dann erfahrt man wieder irgendwas, und das ist eigentlich ein Zwetschgen, aber egal. Also in Wonder Woman habe ich sie wunderbar gefunden. Mega. Mhm. Aber, hat mir gefallen. Hat geil ausgesehen, 1984. Ja. Und dann haben sie noch ein bisschen, aber mehr einfach so ein bisschen teasert, der Suicide Squad. Der hat noch keinen Namen, aber einfach den neuen. Er heisst, glaube ich, The Suicide Squad. Aber also im Moment hat diese Freude da. Der erste hat Suicide Squad geheißen. Leck der zweite du mehr. The Suicide Squad. Aber das ist mit der gleichen, ist mit der gleichen Schauspieler. Ja, also. Ja, mit dem Dalito und. Nein, der glaube ich nicht mehr. Der Jason, der Joker ist nicht mehr dabei. Genau, der Joker ist nicht mehr dabei. Das ist ja, es hat ja eigentlich quasi wie im zweiten Teil schon. Okay, Birds of Prey, wo ja... Auch habe ich gesehen, letzte. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Kann man ihn schauen? Ich habe ihn noch easy gefunden. Er war auch auf HBO, da habe ich ihn geschaut. Ich habe ihn ein bisschen besser erwartet. Mir ist noch nie, mir fällt selten auf bei einem Film, wenn die Schauspieler nicht so gut sind und wenn das Geschrieben, also ihre Lines nicht so gut sind. Ja. Aber da ist mir wirklich aufgefallen, so, was ist jetzt das für ein komischer Satz? Und dann spielen sie zum Teil einfach nicht so gut. Um da kurz abschweifen, mir hat vor allem sie, die Harley Quinn, hat mir nicht so gepasst, weil die ist ja so eine überdrehte Figur, oder? Eigentlich. Mhm. Und ich finde da, es hat für mich einfach nicht so gepasst. Ich finde, die hat, es hat wie so gewirkt, wie wenn sie das Gleiche versuchen, was der Joaquin Phoenix in Joker macht. Mhm. Was ich auch schon fast ein bisschen Overacting gefunden habe. Der ist sau gut. Und da ist es einfach so, du bist einfach nicht so eine gute Schauspielerin wie jetzt der. Und dann irgendwie hat es mich. Aber Suicide Squad hast du gesehen? Ja, den habe ich auch easy gefunden. Okay. Ich glaube, dann ist es wie so, dann verteilt es sich auch ein bisschen auf verschiedene Schultern. Aber dort dreht es schon primär sie. Und sie ist einfach ein bisschen zu wenig crazy. Er war okay gewesen. Und er war okay gewesen. Er war easy gewesen. Also. Und in Birds of Prey sagt sie eigentlich mehr oder weniger, sie hat ja den Joker abgesagt. Ja, also, genau. Eigentlich ist damit der Jared Leto erledigt, oder? Also, genau. Für mehrere Filme. Ja. Er hat ihn abgesagt. Also, also sie hat Schluss gemacht mit ihm. Ach so. Ja, okay, was, oder? Ich weiß nicht, ob man da irgendwie noch, ob es noch. Ob es noch kommt, ja, ich glaube nicht. Aber in der Suicide Squad, also es ist immer ein bisschen die Frage, um was geht es genau? Ist es jetzt ein Reboot oder nicht? Die Produzent hat mal vor ein paar Monaten gesagt, ich sage Total Reboot, aber so wie es aussieht jetzt von dem Teaser, wo man sieht die gleichen Schauspieler, in wo teils die gleichen Figuren spielen. Also, hey, da habe ich nicht den gleichen Trailer gesehen wie du. Ich weiß nicht. Also so ein bisschen so ein Making-of. Du siehst Harley Quinn natürlich. Ja. Und wie heisst er, der Captain da, der Militärtyp gespielt hat, wo auch Altered Carbon spielt. Der ist im letzten dabei gewesen. Ich hatte extra im ersten Joel Kinnaman. Genau, der ist im ersten Suicide Squad auch schon dabei. Der Captain Flag heisst er, glaube ich. Dort habe ich den Altered Carbon vermutlich noch nicht gesehen. Ja, das kann sein. Dort ist er nämlich eben auch schon dabei. Und also die zwei habe ich sicher wieder erkannt. Und Viola Davis natürlich. Ist er ein Teil vom Suicide Squad? Ja. Er ist eigentlich der Militärtyp, wo sie. Aber der John Cena ist nicht dabei. Nein, gewesen. Der John Cena ist nicht dabei. Er spielt den Peacemaker, keine. Ich habe den Namen aufgeschrieben, ich kenne die nicht. Das habe ich super gefunden. Im Making-of sagt der John Cena, man hat ihm beschrieben, seine Figur sei ein douchey Captain America. Und ich habe geil gefunden, ich habe gedacht, siehst du, sogar DC muss Marvel-Figuren benutzen, um den Leuten zu beschreiben, was ihr Charakter ist. Sie hätten auch können sagen, ein douchey Superman oder was weiß ich, aber er sagt ein douchey Captain America. Habe ich nicht das Detail gefunden. Für mich ist eigentlich der Film vor allem darum mega, also ich bin mega gespannt auf den Film, weil der James Gunn Regie führt. Und der James Gunn ist der, der Guardians of the Galaxy 1 und 2 gemacht hat. Finde ich auch, das ist für mich so ein Highlight. Neben ich bin überhaupt nicht einer, der sich um Schauspieler schert, aber da finde ich es auch noch interessant. Eben Idris Elba finde ich einen guten, der spielt den Bloodsport, kann ich auch nicht. Und du bist ein John Cena Fanclub, also von dem her, das ist ja selbstredend Präsident Ukassier. Nein, der ist mir egal. Der Dwayne Johnson im Dwayne Johnson Fanclub. Ah, das bestätigst du gerade. Aber der Cena ist auch sehr lustig, muss man sagen. Ja. Er hat einen guten Selbsthumor und so, muss man sagen. Ja, das stimmt. Rick Flag heisst übrigens die Figur von Rick dem... Rick Flag, ja, nicht Captain Flag, sondern Rick Flag. Ja, nicht. Ja, den mag ich mich gar nicht erinnern. Wirklich krass. Ja, ich mag mich am ganzen Film nicht erinnern. Ich bin eingepennt auf dem Sofa nach 3 Minuten. Das ist aber eigentlich gerade gut, um das überleiten, weil mich nimmt... Es geht ja genau, das sind ja die Filme. Und jetzt gibt es aber... jetzt haben sie auch noch Games vorgestellt, neu, also auch schon angeteasert. Und eben, ein Suicide Squad gibt es auch noch ein Game. Das heisst, Suicide Squad Kills Justice League. Ja. Genau. Und das ist auch so etwas. Das kommt von Rocksteady, das sind die, die Batman Arkham Games gemacht haben. Und sie haben das Game seit irgendwie einem Jahr angeteasert. Mhm. Und jetzt hat es einfach einen Trailer gegeben.
Uni Game. Genau. Und es kommt 2022. Yeah. Aber man muss trotzdem sagen, der Trailer hat einen sehr geilen Vibe gehabt. Und sie haben einfach schon ein bisschen Zeugs darüber verraten, dass es ein Vierspieler-Koop wird sein. Mit der Harley Quinn, dem Deadshot, dem Captain Boomerang und dem King Shark, der voll geil aussieht. Yeah. Ich will nur den spielen. Ich spiele den King Shark. Aber der Trailer. Und wer ist dort noch eingeplant worden damit? Ah, der Will Arnett hat dann nachher so ein Bizarro-Interview gemacht mit diesen vier. Ah, das habe ich nicht geschaut. Hast du das nicht geschaut? Das ist dann komisch. Ah, dann sind so die Leute, der Trailer. Es gibt den Trailer und nachher ist der Trailer gekommen. Und nachher ist irgendwie was habe ich gesagt? Eben der Will Arnett. Der Will Arnett von BoJack Horseman, ja, und so. Sprecher, ja. Und Arrested Development spielt er den Job, mein Lieblingscharakter, wo ich mir denke, weißt du, I'm a Magician, Michael. Der ja, Will Arnett. Er ist Stimme vom Lego Batman. Ja. Ah, so geil! Ja. I am Batman. Ah, das habe ich gar nicht gewusst. Ja. Ah, so geil. Das ist super. Ja, auf jeden Fall, er macht so ein bizarres Interview, wie so ein Zoom-Interview mit diesen vier Charakteren, die aber dann zugeschaltet sind, aber nicht animiert. Geil. Und die reden so, muss man mal schauen. Okay. Das hat mich, weil ich habe gehofft, jetzt kommt noch Gameplay, dann kommt das. Und das ist ja gut. Okay. Aber genau, aber so rein die Prämisse finde ich recht spannend, einfach weil... Ich hatte einfach keinen Bock mehr gehabt, um nochmal den Batman zu spielen. Ich habe jetzt wirklich genug gespielt, für ein Weile immer noch. Finde das interessant, ich mag immer Coop, wenn es gut gemacht ja, ist. Ja, und wenn es Rocksteady ist, habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass die das richtig anbringen, weil sie haben das ganze Batman-Zeug richtig, richtig geil angebracht. Also, das Letzte ist für mich im Fall schon ein bisschen, habe ich es nicht mehr so gespielt. Ah, weil es ist das. Es sind einfach zu viel gewesen und genau da kommt das andere. Das spielt im Arkham-Universum, also in ihrem, oder? Sie tun ja sowieso eigentlich es gibt Arkham-Games, das Arkham Origins zum Beispiel ist nicht von ihnen. Das ist von Warner Bros. Montreal. Zu denen komme ich dann nachher noch. Und die anderen drei, sie reden darum auch immer nur von einer Trilogie. Ja. Und wirklich, dass sie schämen, sie tun sich in die anderen, das sind die Schlechten, oder? Macht Sinn. Darum genau, aber du kannst im Singleplayer kannst frei wählen zwischen deinem Charakter und dem Coop natürlich nicht. Genau, finde die Figuren sind recht witzig, aber wie gesagt, sonst weiss man echt nicht viel. Dann vom anderen Batman, wie auch immer, wo man Gameplay sieht, das ist das Gotham Knights. Das kommt 2021 und das ist eben von Warner Bros. Montreal, die, wo eben das Arkham Origins gemacht haben. Was ich auch noch easy gefunden habe, wo recht buggy aber war. Das kannst auch vier Figuren, aber nur zwei Coop. Okay. Und dort hast du genau das Batgirl, der Robin, der Nightwing und der Red Hood. Mhm. Und es fängt eben an mit so Code Black, oder Batman ist tot. Ja. Und wundert noch niemand, wenn er am Schluss gleich noch kommt. Egal, ich finde es mal geil, mal ohne Batman. Und ich muss doch noch ganz kurz abschweifen. Was beim Suicide Squad noch witzig ist, der Bösewicht ist der Superman, oder? Er kommt dann gerade am Anfang, siehst du, er tötet gerade einen. Ah. Und das habe ich noch interessant. Streit dann? Nein, es ist mehr so, du siehst ja nur im Trailer, sie findet, na cool, da kommt dann gerade der Superman, kannst du uns helfen und dann irgendwie so... genau, der eine schiesst ihm zuerst wegen der Boomerang noch grinnt und dann er so, hey, wer ist denn der Bösewicht? Und sie schauen zu so und er so, fuck. egal, aber das ist im Suicide Squad und dann im Gotham Knights, eben dort Batman tot, darum spielst du die vier, Gotham Knights halt. Kannst du, glaube ich, auch frei wählen. Und dort Gameplay haben sie gezeigt, wo extrem aussieht wie die Arkham Games. Also wirklich eigentlich genau gleich. Du siehst am Anfang das Batgirl auf dem huren Bett-Töff rumfetzen durch die Stadt. Ein bisschen der gleiche Look, das gleiche Ding. Was allerdings anders ist, du siehst es dann im Trailer, es wird auch so eins sein, wo du das Zeug mehrmals machst. Wie fängst du immer? Also ein Game as a Service, oder? Du siehst so Schadensnummern, wenn es die Leute hauen, 200 Damage, 180 Damage. Was siehst du noch? Was ist so typisch? Sie haben einfach gesagt, beim einen, du kämpfst dann gegen den Mr. Freeze und dann haben sie auch gesagt, dann, wenn du dann später kommst und einen höheren Level hast, dann skaliert das automatisch. Ja, dann wird es aber dann mehr Phasen haben und so. Das ist so ein typisches Loot-and-Shoot. Offenbar, ja, genau. Es gibt dann verschiedene Outfits und so. Finde ich ja im Prinzip nicht schlecht und durch die Coop-Sache wird es dann auch ein bisschen aufgelockert und ich finde es deutlich interessanter, einfach mal vier andere Figuren spielen als wieder nur der Batman. Ja, und das macht dann auch vielleicht auch Bock, mal mit jedem das durchzuspielen und so, das macht dann, aber weißt du, es ist immer, für mich ist das immer eine schlechte Entschuldigung, eine maue Story zu verpacken und das Game rauszulassen, so, wo irgendwie so, ja gut, bin there, done that, man rast dann schnell, ich meine, die Story geht dann nicht viel länger, meistens, also über
sag jetzt mal so 15 Stunden, wenn du dann sowieso mal irgendwie New Game Plus bist und ein bisschen etwas kannst, dann nachher wird das ja dann immer kürzer und so. Ist die Frage, ob die Story einfach genau aber weißt, wenn das also ich lege jetzt schon meine Hand, also ich frisse den Besen, wenn die Story über 15 Stunden geht. Aber, sag ich jetzt so. Na gut, das würde mir jetzt auch lange. Aber ich wollte einfach, dass sie gut ist und eben da die Story dreht sich um. Ich habe gerne die Riddler-Rätsel und irgendwie all das Zeug und das ist doch das Geile gewesen, den Arkham Asylum Games immer. Das dort immer noch, also nicht Asylum, dort ist, aber dort ist schon das Geile gewesen. Und die sind, darum habe ich die Games so geil gefunden. Am Schluss war es ein Open World gewesen, wo geile Shit können erledigen und der Bösewicht hat die Idee bedroht und so. Und ich habe aber das Eisen, was darum eigentlich am besten gefunden, weil das ist so ein bisschen kompakter gewesen. Hat die Riddler-Rätsel aber gehabt, aber geil Sachen sind. Genau. Die das anderen, ist super gewesen, das stimmt. Die anderen sind mir ein bisschen overkillt. Gut, sie nicht gespielt, gell? Nein. Die anderen sind mir eben dann wirklich, gerade beim letzten, ey, das ist so zugemüllt gewesen, mit irgendwie, weißt, 200 oder so Riddler-Rätsel. Und dort noch, und dort, und dort, und dort, und dort. Ich finde immer so, hör doch mal auf, mich zumüllen. Aber da, keine Ahnung, das weiss man jetzt nicht, aber die Leute, die Gegner haben Levels, du kannst leveln. Also, das ist genial gewesen, man, mit denen. Nein, es war wirklich super gewesen. Das erste ist eigentlich perfekt. Und storymäßig auch. Und da wiederum ist die Story dreht sich um The Court of Owls. Und das, die tönt schon geil. Das ist aus dieser Comic-Vorlage. Ich habe es auch kurz nachgelesen, ich habe die nicht gekannt. The Court of Owls ist auch so ein geheimnisvolles Verbrechersyndikat, das offenbar seit der Kolonialzeiten gibt. Und wo irgendwie Zirkuskinder kidnappt, um sie zu Assassins auszubilden. Und ich glaube, Robin ist einer von denen vermutlich. Ja, so. Okay. Das tönt immerhin, dass die noch mal Fall, gut... Ja, sorry. Nein, das ist eigentlich alles. Ich wollte gerade sagen, wie es mir gerade eingefallen ist, weil du gesagt hast, Court of Owl im The Batman-Trailer vom Film sieht man eine Karte, wo der Batman aufmacht, wo eben so die Nachricht vom Riddler ist und auf dem Sujet der Karte ist eine Eule, wo irgendwie From Your Secret Friend drauf steht. Und witzig. Fans sind schon am Spekulieren, ist der Riddler oder hat das echt eben etwas mit dem Court of Owl zu tun im Film? Wird da etwas anteasert oder ist das einfach nur ein Easter Egg? Aber ich bin, ich muss sagen, mich interessiert das Ding mehr, das Suicide Squad, einfach weil die wirken ein bisschen, es wirkt neuer, frischer, aber man hat auch kein Gameplay gesehen, von dem her weiss jetzt auch nicht, wie sich das gamen wird, oder? Aber das andere, das Gotham Knights, sieht auch witzig aus, vermutlich nicht so viel anders als die alten, da habe ich jetzt den Eindruck. We'll see. Also, komm, dann erzähl doch mal über den Tenet. Jetzt bin ich gespannt. Tenet, jawohl, genau. Tenet bin ich am Montag dürfen schauen gehen. Ist der neue Film von Christopher Nolan und der läuft seit dem 26. August bei uns im Kino. Und ist so ein bisschen der Heilsbringer, sage ich mal, von der Kinobranche, weil eben mit dieser ganzen Pandemie alle Filme, die ständig verschoben werden und der Film, der eigentlich auch x-mal verschoben wurde und Warner Bros. Wahrscheinlich auch lieber irgendwann mal auf einen Streamingdienst gebracht hätte, hat der Nolan ja selber immer gesagt, nein, der Film ist ein Kinofilm, man muss im Kino kommen und wir werden ihn jetzt nicht mehr weiter verschieben. Er kommt jetzt einfach ins Kino und Punkt. Und der Nolan hat halt eine gewisse Macht. Die Frage ist, hat sich das Warten gelohnt? Ich finde, es ist schwierig. Ich habe den Film mit dem Dominik zusammen gesehen. Der Dominik, kaum ist der Film fertig, dreht er sich zu mir um und sagt, zum Glück musst du die Review schreiben. Weil es ist echt schwierig, über den Film zu reden. Erstens, ohne zu spoilern. Ich will wirklich nicht spoilern. Am besten ist wirklich, man schaut den Film so unvoreingenommen wie möglich, was Story geht. Trailer sind ja auch bewusst ganz diffus gehalten. Ich sage jetzt mal, im Wesentlichen die Story ist, irgendein russischer Über-Oligarch hat eine Superwaffe, das Potenzial hat, die ganze Menschheit zu vernichten und das ganze Raumzeitkontinuum mit dazu. Und der Antagonist, also der das muss verhindern, ist der vom John David Washington gespielte Charakter, der Teil von der Geheimorganisation Tenet ist. Und offenbar, eben, sie haben dann, man merkt es auch schon im Trailer, es hat mit Zeit zu tun, es hat mit dem Fluss von der Zeit. Es läuft ein bisschen vorwärts, ein bisschen rückwärts, einmal ein bisschen beides gleichzeitig. Und irgendwie, es ist ein riesen Genre-Mix, ich sage mal ein bisschen zwischen James Bond, Spionage-Thriller und Science-Fiction. Und visuell ist es grossartig. Es ist die Action-Szene, das Tempo, das der Film hat, das ist wirklich fürs Kino gemacht. Das ist auch, der Nolan hat auch wieder auf 70mm gedreht, also auf IMAX-Format. Wenn man den Film kann im IMAX-Theater schauen, unbedingt machen. Er blast einen richtig weg. Und auch wie das umgesetzt ist, so mit so wenig Computer. Und sie haben wirklich Sachen drin,
Also ein Beispiel aus dem Trailer, ich sage jetzt mal aus dem Trailer, wie, da, zum nicht spoilern, du siehst eine Autoverfolgungsjagd und vor ihnen siehst du einen Unfall, also einen Autounfall, der sich aber rückwärts abspielt. Also das Auto ist eigentlich ja schon kaputt und tut sich dann so, als ob es jemand wieder zurückspielt. Während sie aber normal vorwärts fließen in der Zeit. Und das ist nur so die Spitze vom Eisberg. Also er treibt das richtig auf die Spitze und an einem Punkt, wo du das mit deinem Verstand nicht mehr nachvollziehen kannst, was da genau passiert. Also es ist, da raucht dir der Kopf nach dem Film. Er ist auch unheimlich komplex und schmeißt mit Informationen umeinander. Du kommst gar nicht richtig hinterher, das alles zu verarbeiten. Und dort ist auch für mich ein bisschen das Problem. Also ich glaube, rein von der Charakterzeichnung würde ich sogar sagen, vielleicht am Christopher Nolan sein schwächster Film bis jetzt. Weil Charaktere sind einfach da. Und du erfährst praktisch nichts über sie. Du weißt nicht, warum sie handelt, wie sie handelt. Es ist nicht irgendwie wie so der Dominic Cobb von Inception, der von DiCaprio gespielt wird, wo du genau weißt, warum sein Schmerz, sein Verlust oder die selbstfindige Weg von einem Batman in der Dark Knight Trilogie. Sie sind wirklich einfach da, die Charaktere. Es ist Plot. Es passiert das und dann 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 das und warum etwas passiert. Es ist einfach... dermaßen Plot getrieben, dass ich sage mal, 2,5 Stunden vergehen wahnsinnig schnell bei dem Film. Mhm. Aber am Schluss hockst du da und weißt wie nicht so genau, was davon halten. Du weißt einfach, ja okay, visuell bist du völlig weggeblasen. Da musst du auch sagen, das ist ja grandios, den Nolan. Ich würde auch sagen, er ist einer der wenigen Regisseure, der also niemand kann wie er, ich sage mal, so das intellektuelle Niveau von einem Arthouse-Film mit dem brachialen Blockbuster-Kino von Hollywood verbinden. Dort ist er sehr gut in dem. Aber bei Tenet ist es mir fast ein bisschen zu fest auf die Spitze getrieben. Da wird mit der Komplexität und mit Theorien und mit Sachen um sich geworfen, du kommst gar nicht hinterher richtig. Das ist bei mir schon bei Inception. Ja, also wenn dir das Inception schon zu viel ist, dann warte nur auf Tenet. Nein, also, ja, weißt du, eben so Interstellar, dort habe ich noch so ein bisschen halb mitgekriegt, weil ich so ein bisschen weißt du, so Weltraum-Buff bin und so, und da hat alles noch ein bisschen Sinn gemacht mit dem Elektro-Reisen. Man muss es ja gar nicht so verstehen, so. Alles. Aber ich weiss nicht, ob es jetzt da dann genug Sinn macht. Also, und so. Also ich muss ihn noch 2-3 Mal schauen. Es ist noch schwierig, mir jetzt schon wirklich so ein abschliessendes Urteil zu bilden. Vor allem muss ich für mich noch herausfinden, ob die ganze visuelle Opulenz in dem Film mehr Blendwerk ist und einfach darüber hinwegtäuschen soll, dass eigentlich an Substanz gar nicht so viel da ist bei dem Film. Es ist eigentlich von der Handlung her, wenn jetzt du die Story irgendwie komprimieren auf 2-3 Sätze, ist es ein sehr simpler Film. Es ist keine tiefe Charakterstudie von irgendjemandem oder irgendetwas und will auch nicht irgendeine grosse Message überbringen, sondern es ist ganz eine simple Story eigentlich, wo aber unglaublich aufblasen wird durch all die ganzen wissenschaftlichen, theoretischen, komplexen Ideen von Zeit, Raum, Kontinuum und so. Und visuell ist das wirklich wahnsinnig geil gemacht. Also, der Kamera, der heute von heute mal, wie der heisst, und den finde ich so, dass den liebe ich. Der ist ein Gott. Kamera macht. Aber das heisst einfach gut unterhalten, aber flasht einfach nicht so wie die anderen. Ja, oder ich würde sagen, flasht schon recht, aber ich muss mich noch entscheiden, ob es im positiven Sinn ist oder im negativen. Es ist wirklich... Aber wenn ihr noch 2-3 Mal wollt schauen, also dann kann er nicht so schlecht sein. Er hat definitiv, in dem Sinn schon. Also er hat wieder du willst ihn irgendwie nochmal schauen, du hast irgendwie gleich einen hure geilen Trip dabei, vor allem wenn du ihn im Kino siehst. Mhm. Aber wenn du mir jetzt sagen, ist das jetzt wieder so ein typisches Nolan-Meisterwerk gewesen? Ist das jetzt wieder ein Film, wo wir in 5 oder 10 Jahren darüber reden? Also Inception ist ja irgendwie auch schon 10 Jahre alt und wir reden heute noch drüber. Nein, und Interstellar reden wir auch noch drüber. Und Interstellar auch. Und über die Batman-Trilogie reden wir auch. Sowieso. Boah, schwierig zu sagen. Ich glaube schon, aber ich weiß noch nicht aus welchen Gründen. Ich finde jetzt aber auch die alle nicht mindblown. Mindblowing. Ich finde, von denen noch Interstellar oder geil. Ja, Memento und so, das ist ja schon. Memento finde ich sensationell. Das war ja krass gewesen. Und das ist auch von denen. Haben alle Kiffer dann nachher so, shit, fuck, sagt nichts und so. Und dann nachher sitzt sie still und denkst, wow, fuck und so. Aber der finde ich auch, den finde ich von all seinen sicher der Beste. Aber Interstellar habe ich zum Beispiel auch emotional einen mega krassen Film gefunden. Also ich habe den 2-mal gesehen und ich bin bei beiden Mal bin ich emotional wirklich recht getroffen gewesen. Also so richtig so, wow, der hat etwas ausgelöst. Ja,
emotional in dem Sinn löst er nichts aus. Es ist alles nur visuell, was er auslöst. Ist das halt einfach mehr, kann man sagen, ein Agentenfilm, oder? Es ist eigentlich ein Agentenfilm mit sehr viel Science-Fiction drin. Und das ist ein geiler Mix. Aber, ja, eben, da habe ich, und vom Nolan, die drei Sachen bin ich schon, und heute mal, dann bin ich sold, schau zweimal, dreimal ist. Muss ja nicht immer ein Meisterwerk sein. Nein, muss ich nicht. Ich meine, du weißt, dann weißt was, also ich weiss dann, was mich erwartet. Ich habe den Trailer gesehen und ich habe genau gewusst, okay, ich habe genau die Erwartung und ich bin fast sicher, so wie du es jetzt sagst, wird genau die Erwartung erfüllt. Und wenn es mehr ist, umso besser, und wenn es weniger ist, macht nichts. Der Trailer hat etwa dreimal gemacht. Das hast du schon gewusst. Hat der Hans Zimmer da seine Hände gespielt? Nein, es ist einer der ersten Christopher Nolan-Filme seit langem, wo nicht der Hans Zimmer die Musik geschrieben hat, sondern der Ludwig Göransson. Und das ist langsam einer, ich sage jetzt mal, den Namen muss man sich langsam mal merken, weil das ist ein junger Isländer, er ist noch nicht allzu lange im Filmbusiness. Der Black Panther gemacht. Ich habe noch schnell nachgeschaut. Luca, musst du Sport machen bei dem? Ich muss das Boot über den machen. Er hat Black Panther gemacht, er hat die Musik von The Mandalorian gemacht in der Star Wars Serie und auch von den beiden Creed-Filmen hat er die Musik gemacht. Und im Tenet macht er auch die Musik und er macht Hans Zimmer ziemlich gut nachher, muss ich sagen. Also ist cool. Ist dann aber vielleicht, finde ich dann auch mich selber so ein bisschen, vielleicht kann man auch mal etwas Neues machen und so. Gerade im Filmmusikbereich muss man jetzt nicht den Hans Zimmer kopieren. Nein, vor allem den Hans Zimmer, der jedem Film fängt. Genau, kann man sich auch irgendwie emanzipieren. Ich erinnere da zum Beispiel an Soundcheck von der Social Network, wo übrigens der Stefan Einen schnellst gemacht hat und der Oscar dafür gewonnen hat. Das ist ein guter Soundcheck. Und also, wenn ich das sage, den mag ich mich gar nicht mehr erinnern. Und das ist genau der Punkt, warum das ein guter Soundcheck ist. Weil er dich einfach so uneasy, das ist nicht flashy, das ist nicht Hans Zimmer, sondern einfach, es führt zu so einem Grundtenor von Uneasyheit in dem Film, wo du gar nicht weißt, warum. Aber das ist ein Teil davon. Darum hat der Oscar gewonnen. Geht euch das mal schauen, einen kleinen Tipp oder anlassen, Social Network sein. Oder einfach in einen Schnees hören. Kannst du auch. Fuck, Mother Animal und so. Ja. Vielleicht ich noch bin doppelt, dass ich nicht weiss, wie der heisst, aber es ist immer so mein von Alkohol zerfressene Hirn. Vielleicht noch so funny Randnotiz, der Robert Pattinson spielt auch mit Tenet und er hat eine grössere Rolle als Trailers noch haben vermuten lassen und er ist grossartig in dem Film. Also mir hat er im Tenet am besten gefallen von allen Schauspielern, die mitgemacht haben. Fun Fact, der Robert Pattinson spielt ja den neuen Batman, der Christopher Nolan, der Regisseur von Tenet, hat wahrscheinlich die drei besten Batman-Filme gemacht. Interessanter Zusammenhang. Ich habe gefunden, ich schmeiß das einfach mal in. Widersprechen, ja. Gut. Finde ich also die von Tim Burton also doch besser. Bin ich ein Gruß. Tim Burton! Ja, okay. Aber ich habe jetzt mehr die Joel Schumacher-Filme im Kopf gehabt. Das, aber hat die seine Ex-Frau, wie hat dem seine, oder immer noch Frau? Die Helena Bonham Carter. Hat die dort eine Rolle gehabt? Weil sonst hat sie ja jeder Dort hätte sie ja noch nicht gehabt. Ich glaube auch, vielleicht ist es mit dem. Bevor man das alles ausartet, hast du noch Tell Me Why, hast du noch ausprobiert? Tell Me Why habe ich noch ausprobiert, genau. Ich glaube, über den Flugsimulator haben wir genug. Oder können wir nachher vielleicht anstellen. Tell Me Why ist das neue Game von denen, wo Life is Strange. Gemacht haben, ist es so ein Simulator, also nein, nicht Simulator, Adventure, ich bin immer ein bisschen in Simulatoren, Adventure-Game, es geht um zwei um Geschwister, die Zwillinge sind und sich dann wieder finden, weil die eine, die quasi das heißt transsexuell ist, genau. Und aber aus einem Grund, wo ich jetzt auch nicht spoilern will, sonst, ich bin wirklich sehr unbefangen dort reingegangen, der eine wächst an einem anderen Ort auf als seine Schwester. Und dann treffen sie sich wieder, weil die Mutter tot ist und sie müssen das Haus, quasi das ältere Haus, nach 9 Jahren anschauen und verscherben. So weit bin ich. Und ich habe natürlich jetzt sehr viele Sachen ausgelassen, ich kann euch nicht spoilern, was man wahrscheinlich auch könnte, aber es ist wirklich bis jetzt macht Spass und es ist irgendwie noch, es ist noch recht langsam am Anfang und so und
Und du klickst dich halt dann durch das Zeug durch. Die haben dann so ein bisschen zwei, drei bisschen mysteriöse Superkräfte, haben sie noch. Das sage ich jetzt aber auch nicht was. Das haben die letzten Games auch schon irgendwie alle gehabt. Ist das so? Ja. Ja, nicht gewusst. Ja, Life is Strange hat schon eine Zeitmanipulation gehabt. Und okay. In Life is Strange 2 Telekinese oder irgendwie so. Okay, es gibt wieder so etwas. Mm. Und es ist halt wirklich so eine, ich glaube auch die Life is Strange sind so Coming-of-Age-Geschichte gewesen, oder? Völlig. Die sind, kommen gerade aus dem College raus, die zwei, oder? Beziehungsweise der eine, er kommt aus dem College und so wie ich das verstanden habe bis jetzt, und sie ist so ein bisschen, ja. Und er spielt in Alaska, finde ich auch noch geil, ja. Oder? So ein bisschen Hillbilly, wenn man dort transsexuell bist, dann ist das vielleicht jetzt nicht so geil, oder? Und so weiter und so fort. Und mehr will ich ja gar nicht verraten. Das ist das Einzige, was mir ein bisschen aufgefallen ist, und mir es jetzt ein bisschen geschliffen hat, ist, wenn es Dialog hat und du klickst auf etwas und das wird dann durch einen Dialog unterbrochen, dann geht der Dialog von vorne nicht wieder weiter. Mittlerweile haben wir 2020 und das haben sehr viele Games schon sehr elegant können lösen. Yeah. Und in dem Fall hat mich das jetzt einfach schon 3-4 Mal geschliffen, dass ich gerne, weißt du, ich merke so, du könntest sogar eine Antwort geben, deiner Schwester, oder du spielst immer abwechslungsweise eigentlich die beiden Charaktere. Und dann drückst du aber etwas und dann nachher, schau mal, der Nagel, an den mag ich mich nicht mehr erinnern von vor 9 Jahren. Und dabei wäre es schon spannend, vorne hast du gerade unterbrochen. Naja, aber das ist... Und wie viele Teile, weiss man das? Drei Teile. Drei und Teile. Wir haben das so gestaffelt. Der erste ist jetzt, glaube ich, 28. Am Freitag, ja. Sollte er rauskommen. Genau. Dann kommt Wasteland 3 raus. Und dann nachher kommt der nächste, kommt irgendwie 2 Wochen oder so. Okay. Plus Minus später. Und dann der letzte auch nochmal. Ich bin wirklich ab 2... Bei der zweiten oder dritten Folge habe ich nicht mehr weitergespielt. Dort war es auch noch interessant gewesen. Irgendwie mit so Geschwisterbärchen, wo es zur Flucht ist und mit so Rassismus da, weil sie ja irgendwie mexikanische Einschläge haben und so. Mit so einem Border Wall und so politische Dinge. Das war echt interessant gewesen, aber irgendwie jetzt mit dem gleich so ein bisschen... Sie sind halt ein bisschen langsam am Mix, oder? Wenn man so ein bisschen reinkommt, dann ist es gut, oder? Und dann bist du schon motiviert, aber wenn du so den Vater verlierst, dann... Ja. Und es ist, glaube ich, schon immer auch ein bisschen so, kommst in einen Raum, hast 27 Sachen zum Anklicken, musst du richtige finden. Ein Rätsel habe ich müssen lösen, das recht cool war. Es geht um die Story, oder? Und es geht wirklich so ein bisschen um die Beziehungen zwischen dieser Mutter und diesen zwei Töchtern, beziehungsweise jetzt Sohn und Tochter. Und, aber ich habe echt Freude. Also, ich finde es auch geil. Du kannst mal ein Stündchen anhocken und das ist nicht... Also, es ist noch das pure Gegenteil für so richtige ADHS-Kinder. Ja, MTV Kiddies, Risk of Rain 2. Das ist wirklich so ein grafisch und sound opulentes Action-Spektakel. Ich wollte das eben noch mit dir zocken. Du bist am Zocken jetzt, oder? Ja, ich finde es recht geil. Es war mega lang in der Early Access gewesen, und jetzt ist Version 1.0 draussen. Hast du 1 gespielt? Nein, ich habe nie gespielt. Das habe ich eben mega... Also das ist aber auch im Early Access habe ich das hure geil reingesuchtet. Und dann, aber das 2 ist sehr ähnlich. Ja, es ist so ein Third-Person Roguelike-Action-Game. Du bist irgendwie im Science-Fiction irgendwo auf einem Alien-Planet und du ballerst einfach wirklich in dieser bunten Flora und Fauna ballerst einfach all die Aliens nieder. Gehst, und das Ziel ist eigentlich immer, von jeder die Levels sind dann nicht riesig, gehst eigentlich ein, wo es so einen Teleporter hat, den aktivierst, dann kommt ein Boss, dann kommen nur mehr Gegner und dann ballerst alle runter und dann kommst du in den nächsten. So ist eigentlich so der Ablauf und ich glaube, es gibt dann einfach eine Handvoll Level. Je länger dass du dich im Level aufhaltest, desto der Schwierigkeitsgrad oben rechts ist dann eingeblendet, wie so ein Balken. Wird immer schwieriger. Mit immer mehr Gegner. Okay. Mit Gegner töten, kommst Schwerung über und dann hat es überall immer so Kisten rum, wo du Loot drin hast. Und das ist so das Hauptding. Du findest dann immer schrägere Add-ons und Waffen, weißt du, irgendwie, dann hast du irgendwie mal einen Feuerbuff, wo irgendwie Gegner anfangen zu brennen oder etwas, was dir Leben auffüllt oder einen Geschützturm oder irgendetwas, was sonst irgendwelche komischen Explosionen verursacht und du hast dann immer mehr. Das heisst, immer wenn du weiterkommst, hat es immer mehr Gegner und es klopft mehr und beim Klopfen klopft es nochmal. Einfach abgespaced und der Sound, wirklich solche Elektro-Ding, bretscht einfach geil rein. Es ist wirklich so optisches Spektakel. Und spielt sich gut, weißt du, und irgendwie, ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Roguelikes, wo du bist ja dann fertig und hast wie nichts. Du kannst einfach Charakter freischalten und glaube noch gewisse Eigenschaften pro Charakter. Es hat glaube ich etwa, weiss nicht, 8 verschiedene Figuren. Ich habe jetzt den zweiten, aber noch nicht einmal ausprobiert. Aber irgendwie, macht gleich irgendwie den Bock. Dann spielst du noch mal eins. Aber es ist so wie Dead Cells, oder? Das ist, das ist das Letzte, was mich so ein bisschen an das erinnert hat.
Und du kannst halt, du gehst immer wieder neu rein und wenn du durch bist, also ja, wenn du verreckst, dann musst du wieder genau das gleiche von neu anfangen. Aber es ist jedes Mal anders, weil du jedes Mal wieder neue Items hast, Kombinationen von Items, wo du merkst, wow, das fetzt ja, ja verdammt. Geile Kombo hast und so. Genau, aber teilweise gehst du rein und es ist einfach ein absoluter Scheissdreck und es funktioniert ein Brunz und bist am liebsten, also ich habe bei diesen Games dann einfach auch aufgehört, weil ich gemerkt habe, komm, das bringt nichts. Es ist nicht, es passt überhaupt nichts. Aber es ist kurzweilig und witzig und eben kostet nicht viel und sieht und geil aus. Und vier Player Coop. Genau, und Coop. Ja, das ist natürlich schon geil. Ja, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber, wirklich? Ja. Nein, ja, du, ich habe gedacht, du sagst die ganze Zeit mit deinen Jungs am Fetzen. Nein, die muss ich noch bearbeiten. Wie viel kostet es? 30 oder so? Irgendwie um das rum, ja, oder 20 Jahre. Auf PC, Free Steam, Risk of Rain 2. Ja, genau. Das habe ich noch gespielt. Genau. Ja. Ja, und dann noch mal ganz schnell zum Flugsimulator. Eben, das ist ja wirklich... Nein, es lässt mich los. Never ending story. Nein, ich habe jetzt mich ich habe ja schon gesagt, ich habe mich so tief da reinbegeben und jetzt es ist ja eine kleine Kontroverse, die Leute sind langsam auf. Sie sagen, es sei die Flugzeuge sagen, falsch programmiert, die Hardcore-Simmers finden es einen Scheissdreck, man hätte das später rausgeben sollen, es kann doch jetzt nicht sein. Und dann finde ich immer so, hey, chillen jetzt mal eure Basis. Die haben das als, ich meine, klar, kann man sagen, okay, das ist nicht geil, wenn jetzt irgendein, weißt du, das ist unfertig. Wenn nicht alle Knöpfe funktionieren von einem Flugzeug, muss man sagen, ist umfährt, wo wichtig wäre. Mhm. Also, dass der Airconditioning, teilweise kannst du Airconditioning bewegen, das bringt dir nichts. Aber dafür kannst du einen wichtigen Knopf, den du nicht brauchst, das haben wir auch gemerkt, aus dem Stream kannst du nicht bewegen. So, und jetzt, ja, dann frage ich mich halt einfach. Und dann nachher haben auch teilweise so gewisse Entwickler in so Szenerie London, ist huere hässlich im Vergleich zu einer normalen Szenerie. Habe ich 8 Stutz ausgegeben für eine Szenerie, die aber beschissener aussieht, als das, was drinnen ist. Ja, das geht auch nicht. Mit dem Marketplace. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen Open-Beta-mäßig, muss ich sagen. Ein Flugsimulator, wo du halt einen 60er abdruckst oder noch mehr. Und da finde ich dann auch immer so, ja, es ist einfach ein Style von, wie man heute Games verkauft. Und in dem speziellen Fall ist es jetzt nicht ganz so schlimm, weil es ist halt die ganze Erde, kann man sagen, es ist krass und so. Und wenn dann das Melbourne ein 200-stückiges Hochhaus steht, wo krass ist, easy, kann man rauspatchen und so. Und Flugzeuge funktionieren grosso modo, es geht einfach immer so schnell. Aber, ja, es ist wahrscheinlich einfach der Style, wenn man Games heute rausgibt, oder? Ja, aber wenn du für einen Inhalt zahlst und das ist dann scheiße, dann... Ja, und also, du musst aber nochmal, weißt du, ganz viel habe ich jetzt gesehen, die sagen zu ich muss jetzt, ja, ich warte jetzt 2 Monate und hoffe, dann ist alles raus. Ich warte das Jahr, ich hoffe, dann ist es rausgepatcht, dann finde ich es auch so ein bisschen... Kann nicht sein. Nein. Oder? Aber ich meine, gleich, es ist ja auf eine Art, sie haben ja nicht jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie sie kommuniziert haben, aber es scheint jetzt nicht, dass sie da jetzt etwas mega Falsches versprochen haben. Es ist ja eigentlich drin, das Zeug ist ja drin, oder? Das Zeug ist drin, genau, und sie haben aber von Anfang an gesagt, dass es ein 10-Jahres-Plan ist, schon fast das Game, oder? Das haben wir gesagt, aber das finde ich dort... Das tut nicht irgendwie, wenn dann nachher du nach der Pause der Autopilot nicht mehr funktioniert und so, dann ist das aber einfach auch ein fucking Bug. Ja. Oder? Und dann ist das nicht irgendwie, ja, sorry, das muss in einer Beta, für das hast du einen Anfang der Beta, dass die Aktivpause. Ja. Oder? Weil du kannst dann nicht nochmal einfach einen Speicherstand laden und sagen, okay, ja, es ist jetzt halt, sondern du musst dann unter Umständen bist du irgendwie 5 Stunden am Fliegen, der Pöstl kommt, du drückst auf Pause, kommst zurück, dein Flugzeug ist abgestürzt. What the fuck, Mann? Also weißt du, das finde ich dann schon, aber ja. Das geht nicht, nein. Das habe ich sonst mir noch ein bisschen aufgefallen. Jetzt zum ein bisschen weniger, zum ein bisschen längerfristig den Flugsimulator. Ich verspreche es, es ist das letzte Mal für die nächsten 5 Folgen, bis irgendein Update kommt. Bis zum Update. Ich wollte gerade sagen, mach kein Versprechen, wo du nicht kannst halten. Das Update ist das letzte Mal, wo ich über den Flugsimulator rede. Sorry, wir brauchen aber gar keinen... Wir brauchen keine Uhr oder ein Dings, einen Zähler fürs Fluchen. Wir brauchen einen für Flugsimulator. Ja, ja. Das ist geiles Game. Jetzt gönnt euch das mal. Nein, ich habe keine Zeit. Jetzt ist wirklich diese Woche, jetzt ist Wasteland 3, da bin ich pumped. Und dann ist nochmal... Damn, nochmal eins? The Search and Simulator 2. Ah, da kommen wir gerade zu der Woche vorschau, weil den würde ich eigentlich noch gerne streamen. Ja, ich bin Freitag leider nicht um. Willst du am Freitag streamen? Das Problem ist, ich habe einen Code bekommen und dann kommt es erst am Freitag raus. Vielleicht schieben wir es dann um eine Woche, aber ich habe das Gefühl, der könnte verdammt lustig sein. Ja, der wird sicher lustig und machen den sonst, weil eben am Freitag bin ich in... Wir müssen schauen, wie wir es machen. Bin ich in... Ist ja gut. Quarantäne. Oder? Nein, nicht in Quarantäne. Ich kann am miesesten Wochenende vom ganzen Jahr wahrscheinlich schön 2 Tage in Davos bucht in einem geilen Hotel. Du Wellness. Machen wir das. Müssen schlecht werden. Es ist
nicht geil. Sonst ist es nicht geil. Ja, ja sowieso. Sauna, weil es gibt ein gutes Ding. Das ja, stimmt. Ja, stimmt. Geniessen. Also komm, dann... ui, machen wir doch da fertig. Hey, übrigens, genau, wenn ihr... Die Fruchtflüge kommen wieder. Es ist viel zu lang. Wie gesagt, wenn ihr Inputs habt, könnt ihr sie uns gerne schicken an podcast.digitech.ch oder ihr seht in den Shownotes eigentlich immer, wo ihr uns kontaktieren könnt. Ja. Wir sind auch auf Twitter und eben sonst könnt ihr uns als Autor folgen. Wenn ihr es toll findet, dann könnt ihr auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Mm. Nummer 5, wir nehmen Nummer 5. Nummer das Beste. 5-Sterne-Podcast, 5-Sterne-Hotel. 5-Sterne-Bewertung. Und genau, hey, ihr könnt auch mal Inputs schicken, was wir, ich habe ein altes iBook G4 oder so von einem User bekommen. Oh, okay. Ja, der hat das geschenkt, der hat noch so alles gehabt. Und, cool. Ich brauche noch irgendeine Idee, was wir echt damit machen könnten. Wir kennen ja unsere Zuhörer. Vielleicht mal schauen, ob wir das im Stream zum Laufen bringen. Ja. Hey, genau, apropos Stream, wir haben auch noch Super Mario Lego-Sachen bekommen. Oh! Ja. Ich bin so ein bisschen ambivalent eingestellt zu denen. Vielleicht hat ja auch noch jemand einen Input, was wir mit dem machen sollen. Und so stimmt, können wir dann in einem Livestream mal ausprobieren. Ja, ja. Könnt zusammenbauen und... Ich bin verlosen, oder? Ja. Ich bin ein bisschen lauwarm. Das ist auch so eine kleine Kombination aus der Hölle, aber... Also, ja, wir schauen, wir schauen. Habt ihr sonst noch gut etwas, was die Woche noch kommt? Nur diese Woche. Tenet-Review kommt sicher, aber die Zuschauer, die jetzt zugelost haben, die wissen es jetzt ja eigentlich schon. Darum, okay. Das kommt schon heute, oder was? Also heute haben wir Mittwoch. Heute haben wir Mittwoch, ja. Also heute oder morgen geht das online, das Zeug. Und sonst, diese Woche wird ich sicher noch die Leimwand, die motorisierte Leimwand, ein bisschen testen und ein bisschen erklären. Habe ich jetzt verstanden? Leimwand. Leim. Ich denke, das ist so wie ein... Wand, wo man Leim abschaben kann. Weißt du, ein Harvester. Nein. Harvester of Sorrow. Und alles andere habe ich auf nächste Woche verschoben, weil sonst komme ich diese Woche nirgends mehr an. Ich hätte einen wunderbaren mein Reiskocher-Test. Kommt nächstens. Xiaomi Reiskocher. Der ist schon längst in Petto. Da muss ich nur den Hebel rumtun, aber ist bei uns nicht mehr an Lager. Könnte sein, dass ich nachher eine News habe dazu. Aber ich will das Review nicht raus tun, wenn man ihn nicht bestellen kann. Das ist ein bisschen unsinnig. Aber ja. Stimmt, gut. Apropos Hebel, ich habe eine Hebel-Kaffeemaschine. Dort habe ich auch noch überlegt, ob ich mal etwas machen dazu. Muss ich mal überlegen. Ja. Dort müssen wir es fast irgendwie filmen, weil irgendwie das noch lustig ist, zum zeigen. Wir können nachher schnell, wir können also schnell auf der Ecke drehen. Also gut. Dann danke fürs Zuhören und schau miteinander. Hadi.